Grüß euch Gott, ihr lieben Leid, in Komödienstarrheit. Wir springen auf für Jung und Alt, wir sei sicher gefreut. Dass Autofahren gefährlich ist, weiß man mancher Bauern Mist. Und ein Blech schon ist verfrei, das erleben wir heut. Doch mit der Liebe bügelt glatt, wer so einen Schaden hat. Wenn ein Ehepaar sich mag, endet froh der Tag. Dass ausgerechnet mir das passieren muss, ob ich nicht doch dann einen Doktor. Nein, nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Oh, einen Kopf habe ich auch wie ein Kürbis, den der Blitz gestreift hat. Teufel, Teufel, das hat sich ausgezahlt. Wo ist denn ein Pflaster? Pflaster brauche ich. Kreuz die mich da mit den Zwirn und Knips an der Ring. Eine Schlanterei hat meine alte Benanz. Das ist das. Da sind wieder Haarnadeln und Kinder drin und ich finde nichts. Und finde nichts. Kennst du den Kopf verbluten? In die eigenen vier Wind. Was suchst du, Vater? Ein Pflaster. Ja, zu was brauchst du denn ein Pflaster? Ja, zum Zehnputzen nicht, dämischer Bub. Ja, Vater, du blutst ja wirklich. So, hast glaubt, ich schwitz rot. Ja, wie ist dir denn das passiert? Hä? Ja, beim Ding, beim Rasieren halt, nicht? Seit wann rasierst du dich an der Stirn? Du, das geht dich gar nichts an, gell? Ich kann mich rasieren, wo ich will, und hineinschneiden auch, wo ich will. Schau lieber, dass du ein Pflaster herbringst, das ist gescheiter. Ja, vielleicht im Schrankerl. Ein Blödsinn, im Schrankerl ist mein Schnaps drin, sonst nix. Warte, Vater, ich hol dir eins aus dem Verbandskasten, der im Auto ist. Ja, das tust du. Halt! Halt! Keinen Schritt gehst du mir zum Auto hin, gell? Ja, warum denn nicht? Ja, weil das Ding, das Verbandskasten gar nicht im Auto drin liegt, nicht? Also gestern war es noch drin. So? Ja, gestern. Aber heute hab ich's unseren Nachbarn liegen. Folglich liegt's nicht mehr dort, nicht? Aber in dem Regal in der Garage ist noch ein zweites. So, halt! Du gehst mir nicht in die Garage, weil du ist. Oh, ja, Vater, was ist denn jetzt? Oh, jetzt wird mir einfach mal schlecht. Oh. Ja, dann brauchst du einen Schnaps, bevor wir ein Pflaster suchen. Oh. Ja, was ist das? Ja, Bub, ein Stamperl-Schnaps könnte jetzt gar nicht schaden. Ach. So, oder? Dankeschön. Wird mir schon wieder besser, es war nur so vorübergehend. Du, mit dem Schnaps könnt ihr eigentlich meine Wunde desinfizieren, hä? Dass da nichts passiert, verstehst? Ah, oh! Ach, das brennt vielleicht! Geh Vater doch nicht mit dem Schnaps! Pass auf ihn, du gleich lieber. Na also, da liegt ja noch ein Pflaster zwischen die Schnapsglaseln. Aha, da siehst du wieder mal, was ich für eine Ordnung habe, im Gegensatz zu deiner Mutter. So, jetzt geh her. Bitteschön. Au, pass auf, das tut doch weh! So, Vater, ja, jetzt bist du verarztet. Danke. Du, Vater. Ja, was willst du denn? Du hast nichts dagegen, wenn ich mit deinem Wagen schnell in die Stadt fahre. Mit meinem Wagen? Ja. Ausgeschlossen, mit dem fahrst du nicht. Aber warum denn auf einmal? Ja, weil der Wagen hin ist. Was, unser neuer Wagen? Nein, ich meine, versteh mich nicht falsch. Ich meine, weil das Auto meistens danach hin ist, wenn du damit fahrst, nicht? Ja, sowas. Nicht einmal einen Graz habe ich deinem Heiligtum bisher angehängt. Ja, das ist gut. Und darum sollst du ihm auch in Zukunft keinen Graz anhängen, nicht? Du bist jung, dir schaut jetzt gar nichts, wenn du mit dem Moped fährst, nicht? Heute auf einmal dürft ihr nicht mit dem Wagen fahren. Was kann denn ich dafür, dass du dir dein Hirn angerennt hast und jetzt deswegen spinnst? Du bald da nicht frech werden, gell?
Und mein Hirn habe ich mir nicht angerenkt und meinen Schädel auch nicht, sondern ich habe mich beim Rasieren an der Stirn geschnitten. Schluss, basta, aus! Ha, mit Elektrorasierer, dass ich nicht lache. Ja, weiß ich nicht, ich habe mich heute halt nass rasiert, weil der elektrische kaputt ist, nicht? So wie das Auto, aha. Was? Und dabei hast du mit dem Rasierpinsel auf der anderen Seite einen Monster und Pinkel hingehaut. Was? Und ganz blau wird er schon. Tatsächlich greifig. Komm, Bertel, tu mir da auch noch ein Pflaster drauf. Geh fast auf den Pinkel, gehört ein kalter Umschlag. Also, da bleib doch da, kalter Umschlag. Ich will doch nicht wie ein Maharaja mit einem Turban rumrennen. Und das ist dein letztes Wort? Was? Den Wagen leisten wir nicht. Nein, nein und dreimal nein. Macht 27. Sehr richtig. Dann fahr ich halt mit dem Moped, wenn's zu boshaft bist. Ja, das ist doch ganz gesund. Halt, da bleibst! Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Das Moped holst du dir nicht aus der Garage, gell? Das steht ganz vorne rechts. Ja, und? Ja, und? Da machst du einen Kratzer ans Auto hin, wenn's dir vorbeiziehst. Nicht, da setz dich her. Das Moped hol ich dir höchstpersönlich aus der Garage. Sitzen bleiben, gell? Ach, sowas. Sehr unheimlich. Ah, grüß dich, guten Nachbar. Du warst da weiter stumm drin, ich komm gleich, gell? Ist recht. Ja. Schaut fast nach einer Gehirnerschütterung aus. Was ist? Ah, grüß dich, Bachwirt. Grüß dich, Bertel. Ich hab mich schon ein bisschen verspätet. Was habt ihr denn heute vor? Wir sollten um 3 in Niederbrunn sein, der Vater und ich. Aha. Heute ist doch die konstituierende Sitzung von unserem neu gegründeten Fremdenverkehrsverein. Und da fahrt ihr wohl miteinander? Freilich, wir sollten da schon längst unterwegs sein. Ah, drum hat mir der Vater seinen Wagen nicht geliehen. Sein Wagen? Ja. Ja, den braucht er nicht. Das haben wir doch gestern schon ausgemacht, dass ich mit meinem Wagen fahre. Weißt, dein Vater muss nämlich die Eröffnungsrede halten und da braucht er vorher ein bisschen einen geistigen Untergrund, nicht? Und mit dem Fundament lasse ich meinen Freund nicht fahren und setz mich daneben. Verstehst? Das ist fast sonderbar. Was ist denn da sonderbar? Das ist doch alles ganz klar. Dein Vater trinkt und redet nicht und ich hör zu und fahr. Nein, ich meine ja was anderes. Der Vater ist so sonderbar. Wo bleibt er denn? Er muss sich doch noch umziehen. Wo ist er denn hin? Mein Moped holt er mir aus der Garage. Dein Moped? Ja. Zu was braucht er denn das? Ja, er braucht's ja nicht. Ich brauch's, weil er mir seinen Wagen nicht leiht. Und dein Moped holt er dir aus der Garage? Ja. Ja, schämst du denn du gar nicht? Wenn's eh schon so spät ist, kannst du das nicht selber holen. Ja, wenn er mich nicht lässt. Ja, das ist sonderbar. Hab ich auch gerade gesagt. Der hat sich heute irgendwo seinen Kopf angeredet und seit der Zeit spinnt er scheinbar. Was du nicht sagst? Ja, in die Garage darf ich nicht gehen, den Wagen leider mir nicht und mein Moped darf ich mir auch nicht selber holen. Schau, das ist allerdings ein bisschen spinnend. Ja. So, Bertel, der Moped, der steht jetzt auf dem Hof, gell? Mhm. Pass dich auf, sei vorsichtig, dass dir nichts passiert. Und jetzt pfiat dich Gott, pfiat dich ja, Gott. Ja, pfiat dich Vater und schau, dass du wieder zu dir kommst. Was? Oder soll ich dir einen Doktor vorbeischicken? Du schau, dass du weiterkommst, sonst brauchst du einen, gell? Ja, ja. So ein Frechdachs, verstehst du? Ja, aber Tonia, sag mal, was ist denn in dich gefahren? Nix. Macht's gut, dass wir weiterkommen. Ja, ich hab's geil. Was ist denn da passiert? Oh, da? Ach so, ja. Max, ja, dir kann ich's ja sagen, gell? Du bist mein bester Freund und du hilfst mir auch, dass ich aus der Formalitäten Zwickmühl wieder rauskomme, gell? Was ich tun kann, das tue ich, das weißt du. Was ist denn? Also pass auf, ich war gerade im Lagerhaus, eine Rechnung zahlen, nicht? Und, ja. Und beim Heimfahren auf der Steinfelder Geraden sehe ich auf der rechten Straßenseite eine Anhalterin stehen, nicht? Ach so. Ja, ich hab mir gedacht, hast ein Herz und nimmst das mit, nicht? Jung und rassig. Wieso? Na, alte, greislich, jetzt du kaum mitgenommen. Ein Ratner. Ja, weißt du, es war so eine, wie es jetzt nach dem Schulschluss auf der Straße rumstehen. Ein wenig schlampert, weißt du eh nicht. Ein T-Shirt an mit so Nierten drin, sehr eng, drunter nichts, verstehst du nicht? Oder ein Blutschinn an, so wie der Zebra gestreift, verstehst du? Auch sehr eng, nicht? Ja, wie es halt jetzt so auf der Straße rumstehen, nicht? Also, ich blink nach rechts, sie greift nach ihrem Beidel, der neben mir steht, ich schau auf das Tafel auf ihrer Brust, nicht? Wahrscheinlich mehr auf die Brust wie auf das Tafel. Geh, unterbrich mich doch nicht dauernd, nicht? Also, ich schau so zu ihr hin, weil ich bremse, sie schaut zu mir her mit seinem dankbaren Blick, verstehst, nicht? Verstehe dich schon, verheißungsvoll. Sehr richtig, sehr richtig. Also, wie gesagt, ich schau hin zu ihr, sie schaut nur mehr her auf mich, ich vergiss auf Bremsen, sie schreit auf, ha! Um Gottes Willen, hast du das zusammengefahren? Nein, keine Spur, die war nicht blöd, die ist auf Zeiten gesprungen, nicht? Gott sei Dank. Ja, also ich steige aufs Gas. Jesus, statt auf die Bremsen. Ja, und fahr mit Volldampf an eine Verkehrszeichenstange hin. Oi. Ja, das hab ich auch gesagt, wie ich die Bescherung gesehen hab. Ist viel kaputt. Oh mein Gott,
Der rechte vordere Kopf liegt total, der Scheinwerfer auch und die Stoßstange, die war überhaupt nicht mehr da, verstehst? Mhm. Und du bist bis auf den blöden Kopf ganz blind. Sehr richtig, ja. Max, lach doch nicht, das ist für mich eine Katastrophe. Der Unfall bringt mich hinterher erst um, verstehst? Wegen dem bisschen Blechschaden da. Und soviel ich weiß, bist du sowieso voll kaskoversichert. Ja, da hast du schon recht, aber du kennst doch meine Frau, die Marianne. Ja, freilich. Eben. Ja, eben. Aber stell dir vor, dir wäre das mal erst hinterher passiert, nachdem die fesche Anhalterin schon neben dir gesessen wäre. Die hätte der Vollkasko auch nichts mehr genutzt. Ja, du hast auch wieder recht, Nachbar, aber es gibt halt leider noch keine Versicherung für die eigene Autorität, die was man in der Ehe und in der Familie braucht. Nicht? Ja. Was meinst denn du, was ich meiner Marianne immer für Vorschriften und Lehren mit auf den Weg gebe, wenn sie mit meinen Wagen wohin fährt? Ja, das hat sie mir schon erzählt. So. Dass nach deinen Verkehrsvorschriften jeder Autofahrer überhaupt daheim bleiben müsste, ja. Bis auf dich. Jawohl. Damit sich jemand für die armen Anhalterinnen mit den engen T-Shirts und Blue Jeans der Bahn. Ja, jetzt hör auf, hör auf, hör auf. Ja, du, was ist denn dann aus der überhaupt geworden? Aus der? Davon gerannt ist. Mitfahrerflucht hat's gemacht. Oha. Du, aber die will ich erwischen. Den kennt man so leben. Mich so anschauen, versteht, dass ich statt auf Bremse aufs Gas steig, nicht? Aber Nachbar, sehr ehrlich, was soll ich denn jetzt machen? Meine Alte, wenn dieser fährt, hab ich's erlebt und lang in der Schüssel. Nichts dürfen die mehr sagen, wenn sie mit meinem Wagen wohin fahrt, nicht? Und du meinst, bis jetzt hat's niemand mehr? Nein, kein Mensch. Ich hab natürlich den Wagen sofort ganz hart an die rechte Garagenwand gefahren und mit der Schnauze ganz nach vorn, verstehst? Aha. Jetzt steht das kaputte Eck vorn rechts. Von der Tür aus kannst du es nicht sehen, vorbeigehen kannst du auch nicht. Garage habe ich natürlich abgesperrt, nicht? Gut. Aber wie soll's denn jetzt weitergehen? Toni! Pass auf, das kriegen wir schon wieder hin. Ja? Ich rede jetzt gleich mit dem Hammelviertel. Dem ja. Sei Karosseriespank ist deine Wucht. Jawohl. Nein! Den Hammel rufst du nicht an. Das sag ich dir gleich. Der rührt mir mein Auto nicht an. Den hab ich nämlich dick. Ja, aber warum denn? Ja, aber doch erstklassig. Ja, das mag schon sein. Der hat aber auch andere Qualitäten, die ich ums Verrecken nicht ausstehen kann. Hä? Ja, beim letzten Feuerwehrball zum Beispiel, nicht, hat er meiner Marianne den ganzen Abend schöne Augen gemacht, versteht? Sogar bei der Damenwahl hat er geholt, so weit hat er es drin. Nee, dem Viertel, dem darfst du dich nicht so auslegen. Der macht einen jeden schöne Augen. Ja, aber nicht bei meiner Marianne, bei anderen, aber nicht bei meiner Marianne, versteht? Außerdem glaubst du, dass der dicht halten wird, dass ich mein Auto zusammengefahren hab? Nie! Das wäre dann die Retourkutschen für das, dass ich irgendwann mal einen Dorfkasanova hingeschmissen hab, versteht? Ja, aber was machen wir denn jetzt, Max? Toni, ich hab's. Ja, so machen wir's. Ja. Max, mein Freund, hoffentlich ist da was Gescheites eingefallen. Also, jetzt. Also, ja. Ich ruf den Bayerischen Rundfunk an, B3. Zu was? Die machen Verkehrsmeldungen und haben auch die Sendung Gute Fahrt. Ja, sag einmal, spinnst du? Sollen die vielleicht meinen Unfall im Radio durchgeben? Nein. Wir melden dein Wagen als gestohlen. Das kommt in der Sendung durch. Das hört die Marianne und es wird gesagt und dich trifft keine Schuld. Du kommst heute Nacht sehr spät heim, gell? Ja. Inzwischen wird der Wagen gestohlen. Von wem? Von einem Dieb. Ach so. Und der Dieb bist du selber. Was denn? Ich soll mein eigenes Auto stehlen. Freilich, wer denn sonst? Ja, wie geht's dann weiter? Wir schirmen den Wagen heute Nacht, das heißt morgen, in aller Früh, ganz leise aus der Garage, lassen ihn am Berg runterlaufen und stellen ihn irgendwo hin, wo ihn jeder gleich findet. Ja. Du schreist morgen in der Früh, mein Auto ist gestohlen worden. Mein Auto ist gestohlen worden. Ja, aber nicht so lustig. Ach so, traurig. Gut, weiter, ja, nicht so lustig. Ich rufe den Rundfunk an, der gibt dies in die Sendung durch. Ja. Und wenn der Wagen nachher gefunden wird, wird die Polizei feststellen, dass der Dieb irgendwo angefahren ist und den Wagen als kaputt stehen hat lassen. Weil der Dieselkar war. Steht eh schon auf Reserve. Ja, also. Max, du bist der größte, okay. Der größte Schwindler, den es gibt und mein bester Freund noch dazu. Ja, aber gemein, jetzt müssen wir fahren. Ja, jetzt müssen wir fahren. Vergiss nicht die Garage zum Zug. Nein, hab schon zugesperrt, Schlüssel eingesteckt. Du, das war eine gute Idee, das kann ich dir sagen. Oh. Jetzt kommt die Marianne, was ist denn? Ja, wieso kommt denn die jetzt schon? Ich glaub, der Weiber, das kostet auch bis auf Nacht. Ja. Ah, grüß euch. Grüß dich, guten Weiber. Ja. Ihr seid ja noch daheim. Ich hab gedacht, die Sitzung ist um 3. Ja, wir wären schon längst fort. Ja. Aber stell dir vor, der Toni hat einen Unfall gehabt. Mit dem Auto. Aber nein, wo denkst du denn hin? Ja, wir.
Ein Pflaster hast du am Hirn. Ja. Und einen blauen Pinkel. Ja, um Gottes Willen, was ist da denn da passiert? Ja, stell dir vor, der Toni hat einen Unfall. Halt's Maul. Über die Kellertreppen ist er gefallen. Was? Ach so, ja. Über die bin ich in den Keller hinuntergefallen. Ach so. Ja, Donald, warum sagst du mir denn das nicht gleich? Ja, mein. Ist schlimm, ha? Nein, es geht schon. Also, weißt du, bei kleinen Kindern, da sagt man, es wären die besten Köpfe. Ja, oder bis heiratst, ist alles wieder gut, gell? Ja. Wir müssen fahren. Ja, du, ich eigentlich auch. Du auch? Du stell dir vor, ruft mich vorhin die Gretel an. Okay, was für Gretel? Ja, meine Schwester heute. Die Schwester. Du, die kommt um 4 mit dem Zug und ich soll es vom Bahnhof abholen. Ja, dann hol's halt ab, nicht? Hast du die Garage abgesperrt? Ja, warum fragst du den Weiberl? Warum fragst du den Weiberl? Weil ich den Wagen brauch. Oder meinst du, ich fahr mit dem Traktor? Ach so, nein, mit dem Auto kannst du nicht fahren, weil da ist die Lenkung nicht in Ordnung. Ja, die Lenkung. Okay. Ja. Jetzt darf er mal. Ich kenn dich schon. Dir ist nur wieder nicht recht, wenn ich mit dem Auto fahre. Nein, Baby, das darfst du nicht sagen. Du, aber sag mal, warum ist eigentlich die Garage abgesperrt? Ha? Solange ich denk, war doch die immer offen. Ja, mei, und jetzt ist es halt abgesperrt, weil... Weil jetzt überall so viele Autos aus die offenen Garagen gestohlen werden. Ja, da hat er recht, der Max. Diebstähle. Also, na ja, gut, dann sperre ich halt von jetzt an ab. Du, aber jetzt gib den Schlüssel her, weil ich muss fahren. Ja, nein, Marianne, du kannst nicht fahren, weil es sind... Weil was? Weil die Bremsen nicht funktionieren. Ja, die Bremsen funktionieren nicht. Also mir kommt vor, der Max hält dein neues Auto für schrottreif, ha? Toni, ich bitte dich, gib mir den Schlüssel. Marianne, schau, sei vernünftig, du kannst nicht fahren, weil... Die Vorderräder flattern so gewaltig. Ja, und die Hinterräder noch viel mehr. Ja, und der Auspuff, total verstopft. Ja, und auftankt ist auch nicht. Nein. Also ihr haltet mich wohl für komplett verblödet, dass ich eure Märchen friss. Ja, grüße Dirken, gilt jetzt das, was ich sag, oder nicht? Wenn ich sag, das Auto ist Hindernis hin, Arschstück, Wasser. Und ich glaub's nicht. Also, dann schwören wir's einmal. Ja, freilich, ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Ach, weißt du's, noch hast du's nur du kaputt gemacht. Mir immer gute Ratschläge geben und dann selber alles ruinieren. Schau mal, Janne Weiberl, glaub mir, es ist alles so wie... Ja, jetzt doch einmal, Toni, was hast du denn nur? Er träumt, verstehst? Vom Sturz über die Kellertreppe. Ja, sehr richtig. Geträumt hab man auch, heute Nacht. Heute Nacht? Ja, mir träumt meistens bei der Nacht. Aha, mir kommt vor, ich träume am helllichten Tag. Schau, Weiberl, ich wollte das ja schon lang sagen, aber womöglich hältst du mich für abergläubisch, nicht? Aber mir hat heute Nacht geträumt, du hast einen Autounfall gehabt. Okay. Furchtbar. Ganz weiß bist gewesen. Ganz weiß. Ja, und dann ganz rot. Alles voller Blut. Bitte, Weiberl, fahr halt nicht mit dem Auto. Ich zahl dir gerne ein Taxi. Ich hätte keine ruhige Minute mehr, wenn ich dir den Autoschlüssel geben würde. Hör auf mich, Weibi, um aller heiligen Willen. Amen. Ha? Ach so. Meinetwegen, dass die arme Seele Ruhe hat. Marianne, nicht zu der Herrin. Bitte nicht zu der Herrin. Nachbar, wenn ich jetzt nicht fahre, ist gescheiter, wir bleiben daheim. Nein, es ist gescheiter, wir fahren. Ja. Fährt die gut, Weibi. Ich komm gleich wieder, gell? Ja. Marianne, und denk, bitte denk an mein Träumen. Fährt die. Ja. Träumen. Hallo, Herr Hammel. Ja, hier ist die Frau Hinterleitner. Ich wollte eigentlich bloß fragen, ob Sie vielleicht einen Mietwagen frei haben. Die sind alle unterwegs. Das ist jetzt schade. Und ein Leihwagen? Eine Reparatur. Ah, ja, schon, aber mein Mann, der möchte nicht, dass ich damit fahre. Warum? Weil er heute Nacht träumt hat, es wäre mir was passiert. Mei, er sorgt sich heute um mich. Ja. Nein, das müsste schon gleich sein, weil ich muss wem vom Bahnhof abholen. Sie, das heißt mal Leute ausfragen. Also, auf Wiederhören, Herr Hammerl. Herr Hammerl, habe ich gesagt, und nicht Ferdinand. Der Fasching ist nämlich schon längst vorbei, Herr Hammerl. Die Gretel wird am Bahnhof stehen und ich bin im 20. Jahrhundert nicht einmal im Stand, sie rechtzeitig abzuholen. Nur weil mein lieber Mann träumt hat. Ah, aber da muss doch irgendwo noch ein zweiter Schlüssel sein. Na also, da sind's ja. Garagenschlüssel und Autoschlüssel. Träumen. Also mir hat einmal träumt, der hat einen Haupttreffer gemacht. Und nix ist gewesen.
Hey! Bist du der Boss in diesem Laden hier? Wo kommst denn du her? Ist das so wichtig? Ich sollte wissen, ob du der Boss in diesem Bau hier bist. Ja, und? Was willst? Einen Whisky, falls ihr sowas habt. Was? Du, es gibt ein gutes Mittel gegen Schwerhörigkeit. Wasser und Seife. Das musst du gerade sagen. Also, Boss, wie steht's nun mit dem Whisky? Jetzt hör mal, jetzt hör der freche Wanzen. Wir haben doch keinen Saloon. Und ich bin kein Boss. Sondern du bist auf dem Tamberghof und ich bin der junge Bauer. Whisky gibt's bei uns keinen. Höchstens ein Glasl Mille, die für dich auch gesünder sein dürfte. Hast du Feuer? Landwirt? Kann schon sein. Ja, ja. Du rauchst wohl nicht, ha? Und? Geht's dich was an? Habt ihr hier noch eine Bude frei? Bude? Wir haben keine Buden, sondern Zimmer. Und du schaust nicht danach aus, als wenn du Urlaub auf dem Bauernhof machen möchtest. Außerdem könnten wir solche wie dich in unserem Haus sowieso nicht als Sommergast brauchen. Typisch. Die fette, hochnäsige Wohlstandsgesellschaft auch schon auf dem Lande. Ohne zu wissen, dass die Bombe schon unterm Kachelofen tickt. Wo hast denn das aufgeschnappt? Also pass mal auf. Für Weltverbesserer mit gescheiten Sprüchen und Protestierer gegen alles haben wir darin keinen Platz. Wenn dich unsere Kirche eingeben, gibt's 14 Tage lang keine Mille mehr. Voll Teufel, was du noch ausschaust. Das ist Geschmackssache. Weißt was? Da, nimm deinen Sog und dann vierte. Zuerst möchte ich meinen Drink. Einen Drink? Einen Obstler kannst du haben. Naja. Prost. Cheers. Ganz so groß ist deine Saufübung scheint's nicht, ha? Gibst du ein bisschen an, was? Und Hunger hätte ich auch. Hunger? Ja, meinetwegen sollst du nicht sagen, dass die fette, hochnäsige Wohlstandsgesellschaft kein Herz hat. Magst du einen Leberkäse? Ja. Warte mal, ich glaub, dass meine Brotzeit in der Küche draus steht. Naja. Eigentlich ganz nett, da, Ulrich. Das kann mir schon gefallen. So, Dala. Da bist. Wünschen das gnädige Fräulein hier zu speisen? Bitte sehr, bitte gleich. Einen guten. Danke. Wo kommst du denn überhaupt her? Naja, wie soll ich sagen? Na, ist mir eh wurscht. Und wohin willst? Kannst du lesen? Ja, freilich. Dann schau dir mal das Schild da drüben in meinem Beutel an. München! Rom! Wohin willst du jetzt wirklich? Nach München oder nach Rom? Es kommt ganz drauf an, aus welcher Richtung die Autos kommen. Aha. Und was sagen deine Eltern dazu? Puh, Eltern. Wie heißt du denn überhaupt? Meine Freunde nennen mich Babsi. So, so. Und wie viele Freunde hast du? So beiläufig. Ich hab sie noch nicht gezählt. Aha. Magst du noch keinen Schnaps? Ja. Mir wäre jetzt fast ein Glas Milch lieber. Warte einen Moment. Du musst erst einmal nachschauen, ob für unsere fetten Wohlstandskühe eine Mille überblieben ist. Ja, greislig. Jesus, bin ich mir. Das macht der Schnaps.
So, Oderla, du hast jetzt de. Ja, sowas. Jetzt ist das Riesenbaby eingeschlafen. Aber was mache ich denn jetzt bloß mit dir? Ah ja, am besten ist, ich leg's in die leere Dachbahnkammer. Da kommt niemand drauf. Ob ich das schaffe, bist du da drauf? Na, probieren wir's einmal. Ach, nicht lang, nicht aber noch hoch. Aha! Oh. Sie hat ja mehr als einen Zehntner. Mein Lieber, das habe ich bis jetzt auch noch nicht gewusst, dass man so wie die Hähne mit einem Leberkäse und einem Glas Schnaps aus dem Gefecht setzen kann. Na, also, dass mir das ausgerechnet heute passieren muss. Aber mein Janne, ich hab dir doch schon 10-mal gesagt, du hast mich abgeholt, ich komm für den Schaden. Aber raus. Es geht doch nicht um den Schaden. Ja, um was denn sonst? Ja, das verstehst du nicht. Du bist nicht verheiratet. Gott sei Dank. Aber dass du jetzt mit so einem Gejammer anfängst, verstehe ich wirklich nicht. Hunderte Autounfälle passieren jeden Tag. An einem Blechschaden ist noch niemand zugrund gegangen. Und scheiden hat sich deswegen auch noch kein Mann lassen. Was glaubst denn du, was ich mir jetzt meiner Lebtag lang vom Toni anhören muss? Wär's daheim blieben, wär der Song. Ich hab's dir gleich gesagt, dass mir nicht recht ist. Und so weiter und so fort. Ach, weil der Aff, der Depper, die wie eine Wildsau die Kurven hat schneiden müssen. Und dann war er weg, der Lump. Mir hat's natürlich auch ein bisschen pressiert, damit du am Bahnhof nicht so lange warten musst. Aber sei doch froh, dass du so geistesgegenwärtig warst und den Wagen auf Seiten gerissen hast. Sieh, das hast jetzt genügend Zeit, du mir Grüß Gott gesagt hast. Davon wird die rechte Vorderseite auch nicht mehr ganz. Der rechte vordere Kotflügel ist total hin. Oh ja. Der Scheinwerfer nur viel mehr. Du, die Stoßstange ist ja überhaupt nicht mehr da. Bloß dem Baum hat's fast nichts gemacht. Ich sag immer, beim Kern in Wald und nicht an Straßenrand. Der Toni, wenn dahinter kommt, das überlebe ich nicht. Ach, Marianne, jetzt hör doch auf mit dem Gejammer. Schließlich gibt es genügend Karosseriespengler, die von solchen Bäumen am Straßenrand ganz gut leben. Ja, du, der Hammerlviertel zum Beispiel. Du, okay. Gell, den Namen brauchst du fein meiner Gegenwart nimmer hören lassen. Schließlich gibt's ja andere Werkstätten auch noch. Na ja, aber er wäre der Einzige, der uns bestimmt helfen tät. Du und der Toni tät von ihm nichts erfahren. Da wäre er nämlich gerade der Richtige. Das habe ich auch einmal gemeint, dass er der Richtige ist. Ein hinterlistiger, falscher Kerl ist er in meine Augen. Ja, Gretel, ich kann dich ja verstehen. Aber glaubst du nicht, dass der Viertel schon längst bereut hat, dass er dich damals hat sitzen lassen? Die Wohnung war schon eingerichtet. Aufgeboten sind wir auch schon gewesen. Und plötzlich, so mir nix, dir nix, heiratet die Tochter von einem reichen Autohändler. Naja, ich rufe ihn aber jetzt trotzdem an. Na. Doch. Hallo, Herr Hammerl. Ja, schon wieder zurück. Gib bitte, kommst doch so schnell wie möglich bei uns vorbei. Na, nicht. Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das müssen Sie sich anschauen. Nein, nicht das, was Sie meinen. Also, bis auf gleich. Ich habe damals gemeint, die ganze Welt bricht zusammen. Was ist da dagegen? Ein Blechschaden. Ich habe meinen Kummer nicht reparieren lassen können. Glaub mir's, Gretel, er wäre auch heute noch für dich der Richtige. Nie. Und wenn er hier vor mir auf die Knie liegen tät. Das sagst du jetzt, weil du verbittert bist. Aber schau, wie lange hat's denn dauert bei ihm? Nach einem halben Jahr war er schon wieder geschieden. Ich sag das 100-mal hat er schon bereut, der Ferdl. Das wärst du wissen. Ja, und ob ich das weiß? Du, erst beim letzten Feuerwehrball. Da hat er mich ununterbrochen zum Tanzen geholt. Ja? Ja, weil er unbedingt wollte, dass ich zwischen euch einen Vermittler spiele. Du, komme fein nicht mit solchen Sachen. Auf der Steifein statt zurück. Es ist aus mit uns zwei und damit Schluss mit der Debatte. Ja, aber damit ist doch das Problem mit dem kaputten Auto auch nicht gelöst. Gretel, ich brauch ihn jetzt. Ja. Und damit basta. Du kannst dabei auf dein Zimmer gehen, wenn du ihm nicht begegnen willst. Das tat mir einfallen, auch noch davonrennen vor ihm. Nein, 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 nein. Der soll merken und fühlen, dass er Luft für mich ist. Schlechte Luft. Bitte, jetzt mach keinen Blödsinn. Am Ende lässt du mich mit der Reparatur hängen, dann stehe ich da mit deinem Stolz. Du sag mal, weiß dein Mann eigentlich bis heute noch nicht, dass ich mit dem Pferdl, ich meine mit dem Hammerl, verlobt gewesen bin? Nein, die Männer müssen nicht alles wissen. Ihr habt's doch damals beide in der Stadt gewohnt. Mhm. Naja, und zufällig hat sich dann der Hammerl bei uns da selbstständig gemacht. Mit dem Geld von der anderen. Aber Gretel, das hat ihr seit der Scheidung alles zurückzahlen müssen. Recht ist ihm geschehen. Ich glaube, es ist schon da. Der fliegt immer, wenn ein Weib anruft, ganz gleich welche. Die Majestät hat gerufen, der Ferdinand ist da. Grüß Gott, Frau Meierne. Grüß Gott, und so schnell auch noch. Dankeschön. Oh, der Schwesterherz ist auf Besuch.
und dreht sich natürlich berechtigterweise weg. Ja, was soll's denn sonst machen? Drum haben Sie am Telefon gesagt, das könnten Sie mir nicht sagen, das müsste ich mir anschauen. Stimmt's? Nein, das stimmt nicht. Zum Anschauen gibt's bei uns nicht meine Schwester, sondern leider ganz was anderes. Dann kann's nur ein Auto sein. Erraten. Jetzt hören Sie mal zu, Herr Hammerl. Oh, ich höre aber viel, lieber Ferdinand. Sie für einen Spaß bin ich für jetzt nicht aufgelegt. Ich höre es auch im Ernst ganz gern. Also, was hat's? In der Garage steht unser Wagen. Wenn Sie ihn gesehen haben, dann reden wir weiter. Firma Hammerl betrachtet, schätzt, repariert. Und er bringt jegliche Leistung für den täglichen Straßenverkehr. Jetzt stehe ich halt nicht gar so hölzern rum. Immer noch der gleiche Hallodri. Immer noch der gleiche Schmäh. Aber Gott sei Dank lässt mich ja das alles eiskalt. Für mich ist er gestorben. Gestorben! Aha. Ich bin mir gerade noch abgegangen. Ja, grüß dich, Barbara. Sag einmal, du schnaufst ja wie ein altes Dampfrost. Ja, es wäre ein Wunder mit dem Radl da am Berg rauf. Na und, was gibt's denn so Wichtiges? Was will denn der Hammerlviertel mein Chef bei euch? He? Also, die, wenn das erfahrt, dann kann ich es auch in Zeitung geben. Ja, mei, was wird er denn schon wollen? Du, unseren Wagen schaut er sich an. Okay. Ist er vielleicht kaputt? Also, wie kommst du denn auf das? Anschauen du dann heute, weil man vielleicht verkaufen möchten. Was, den schönen neuen Wagen? Ist aber sonderbar. Ist was passiert, hä? Ob die was spannt? Du, jetzt sag mal, was ist denn da dran so sonderbar? Jetzt pass mal auf, ich führe doch den Hammerlviertel schon seit 3 Jahren den Haus. Richtig, bei dem Thema bleiben wir. Und? Kochen und waschen, das ganze Haus putzen zusammen, sogar die Werkstatt räumen sind. Aha, ja, und? Ja, so eine wie mich findet der weit und breit nicht mehr. Aber es kommt mir komisch vor. Also mir kommt nur komisch vor, was du da zusammenrätst. Noch nie habe ich das erlebt, solange ich bei ihm im Dienst bin. Dass der Hammerl einen Wagen anschaut. Nein, das tut er doch jeden Tag. Na also, was hast du denn da noch nie erlebt? Also jetzt pass auf, da ruft doch eine Kundschaft an. Ja, ich? Du? Ja, ich hab angerufen. Ja, dann verstehe ich noch weniger. Was, dass er hergefahren ist? Nein, eben nicht. Er ist aber da. Ja, ja, jetzt schon. Ja, also vor meinem Anruf, da hätte er keinen Grund gehabt zum Herkommen. Ja, aber danach hat er zuerst doch was anderes gemacht. Jetzt sag mal, was meinst denn du überhaupt? Also pass auf, ich führe doch dem Hammerlviertel schon seit 3 Jahren den Haushalt. Ich wasch, ich koch, ich putze. Du räumst ihm sogar die Werkstatt auf. Ja. Woher weißt denn du das? Ja, weißt du, was du gerade gesagt hast? Ich? Ja. Wann? Gerade? So, das weiß ich gar nicht mehr. Siehst du das? Das kommt davon, weil du so viel rumratscht, dass du gar nicht mehr weißt, was du wo gesagt hast. Du möchtest du mich auf den Arm nehmen? Nein, bestimmt nicht. Ja, was wollt ihr jetzt eigentlich sagen? Ja, also ich glaube, irgendwas, was du noch nie erlebt hast. Genau. Also noch nie habe ich das erlebt, dass sich der Hammerlviertel, wenn eine Kundschaft anruft, ein frisches Hemd anzieht und eine Krawatte umbindet. Bloß weil er ein Auto anschauen muss, das verkauft werden soll. Aha, ne? Und deswegen bist du mit dem Radl nachgefahren? Ja, freilich, warum denn sonst? Aha. Steckt doch was dahinter, ne? Das fällt dann doch ab. Und das möchte ich wissen. Ja, mei, dann fragst du ihn halt. Nie ein Hammerl? Ja. Blöd wäre es. Kriege ich bloß eine dumme Antwort. Der sagt höchstens, das geht dich einen nassen Staub an. Ja, und da hätte er vielleicht gar nicht einmal so Unrecht. Aber das bring ich raus. Was? Warum der ein frisches Hemd anzogen hat. Ah, dann muss ich aber beeilen. Schau mal, der Viertel kommt gerade von der Garage rüber. Du, dann schau sie gleich nicht der Kick hinten aus. Der muss mich doch nicht sehen. Ja, für dich. Bitte. Die wär draußen. Warum sagst du Viertel zum Hammerl? Weil er so heißt. Ach so. Ah ja, ja. Also wenn dem einen Unfallschaden gesehen hätte, hätte ich unseren Wagen gleich am Kirchplatz stehen lassen können. Aber das bringe ich raus. Warum ich Viertel zum Hammerl sag? Nein, warum der ein frisches Hemd anzog hat und eine Krawatte umbunden hat. Bloß weil... Frau Marianne? Ja. Da
haben schon ein bisschen was angestellt. Oh, ist schlimm. Das war Maßarbeit. Kostenpunkt circa, ja, sagen wir, 2,5 Mille. Vorausgesetzt, dass die Servolenker keinen Detscher abgekriegt hat und der Rahmen nicht verzogen ist. Aber das kann ich erst in der Werkstatt nachmessen. Dauert der Reparatur 4 Tage. Soll ich ihn gleich mitnehmen? Um Gottes Willen. Ja. Hat einer jetzt den Preis niedergesetzt oder die Zeit? Na, schon eher die Zeit. Naja, aber die Hauptsache ist ja, dass ja, er wieder... Ich bin im Bilde. Der Wagen soll wieder so werden, wie er war. Oder? Sagen Sie mal, können Sie Gedanken lesen? Das gehört zu meinem Geschäft. Hat also der Herr Gemahl doch richtig geträumt? Ja, leider. Ja, aber wie machen wir jetzt das, dass er nichts erfährt? Sie, also allmählich werden Sie mir ein bisschen unheimlich. Ach, bei meinem Geschäft kriegt man eine Nase für alles. Wo ist denn jetzt eigentlich das Gretel hin? Wundert Sie, dass sie weg ist? Na, es hat mich eher gewundert, dass sie erst da geblieben ist. Also, wie machen wir's? Also, morgen Vormittag, da möchte mein Mann fortfahren. Hm? Ja, und was dann? Frau Marianne, ich schwöre bei dem havarierten Automobil, dass ich alles tue, wenn nur die Gretel wieder. Wenigstens auf meinen Gruß, wenn's mir dankt. Also, an der Havarie sind Sie aber selber schuld. Ja, weiß ich. Und ich möchte's wieder aus der Welt schaffen, die Havarie mit der Gretel. Bitte schaffen Sie zuerst die aus der Welt, die in der Garage steht. Die, ja. Darf ich mal telefonieren? Ja, freilich. Ja, da ist der Chef. Ein Skinagel brauche ich. Skinagel, hören Sie kurz zu und schreiben Sie alles auf. Sie fahren sofort in die Stadt und holen für einen 240er Diesel letztes Baujahr. Ja, den vom Hinterleitner. Ja, das weiß ich selber, dass er den nicht bei uns gekauft hat. Also, wir brauchen bis in 2 Stunden einen Vorderkotflügel rechts, einen Scheinwerfer komplett und ein rechtes vorderes Stoßstangenteil. Verstanden? Na gut, dann geben Sie mal einen Swoboda. Swoboda, Sie rufen sofort den Zangerl an. Der soll mit dem Schestranek die Nachtschicht tauschen. Ja, weil der Schestranek muss in Oberndorf im Tor spielen. Und den Aristoteles, den schicken Sie sofort heim, weil der muss ab Mitternacht den Wagen lackieren. Sie und der Skinagel fangen dann um 4 das Polieren an. Und wenn das nicht klappt, dann... Nein, dann könnt ihr euch morgen alle miteinander die Papiere abholen, verstanden? Ende! Wär für manchen das Leben doppelt so schwer und auch die Kosten wären mehr, wenn das Glück heute wär im Verkehr, wenn das Glück heute wär im Verkehr. Na, liebe Freunde, schaut euch dies wieder an. Ja, mei, falsch parkt, hast du den Strafzettel dran. Dies ist doch gar nix, nein, ich war, ich wird bedippt. Doch hat mir gleich einer mein Wagen weggeschleppt. 200 Mark hab ich für Schneefahren gelegt. Ja, mei, wenn's die da erwischen lässt, dann so ist heute schlecht. Doch die vielen Male, wo's uns nicht erwischt haben, da kenn bestimmt das zehnfache Zahn. Ja, dies ist wahr und ist ganz klar. Wenn das Glück heute wär im Verkehr, wär für manchen das Leben doppelt so schwer und auch die Kosten wären mehr. Wenn das Glück heute wär im Verkehr, wenn das Glück heute wär im Verkehr. Ich rutsch mit meinem letzten Tropfen Benzin so grad heut noch zu einer Tankstelle hin. Wir haben mit 100 meine Bremsen versagt, doch dann kam ein Berg und ich hab's noch erpackt. Schuldhaft bin ich auf einen Hinterfe braut und der war blau und hat den ganzen Schaden bezahlt. Doch der Toni regt sich zwingst den Blick schon auf und Marianne fahr da noch drauf. Ja, dies ist wahr und ist ganz klar. Wenn das Glück heute wär im Verkehr, wär für manchen das Leben doppelt so schwer und auch die Kosten wären mehr, wenn das
das Glück heute nicht wär im Verkehr. Wenn das Glück heute nicht wär im Verkehr. Das Kasten bedienen kann. Ich muss jetzt einfach wissen, ob ich spinne oder nicht. Aha, da ist Mikrofon. Aha. Aufnahme. Ich bin der Toni Hinterleitner. Römisch-katholisch und mit der Marianne, Besitzer vom Damberghof und mit der Marianne, geborene Vogelhuber, seit 25 Jahren verheiratet. Unsere gemeinsamen Kinder heißen Bertel und Anna. Stopp. Return. Stopp. Play. Ich bin der Toni Hinterleitner. Ja. Römisch-katholisch, Besitzer vom Tannberghof. Jawohl. Und mit der Marianne, geborene Vogelhuber, seit 25 Jahren verheiratet. Jawohl. Unsere gemeinsamen Kinder heißen Bertel und Erna. Stopp. Also das stimmt. Das stimmt. Der Pinkel links am Schädel und der Grazer rechts, die stimmen auch. Malefiz Donnerwetter, ich kann doch nicht geträumt haben, dass ich gestern Mittag auf der Steinfelder Graben an eine Verkehrszeichenstange hingefahren bin. Der Wagen steht in der Garage, blitzt, funkelt, als ob überhaupt nichts gewesen wäre. Na, Nachbar. Hey. Bist jetzt wieder nüchtern? Was heißt bis jetzt wieder nüchtern? Ich war es gestern Mittag genauso. Wieso gestern Mittag? Ja, nach meinem Unfall, nicht? Jetzt sag einmal, für wie blöd hältst du mich überhaupt? Was? Gut, ich gebe zu, mir ist gestern nicht aufgefallen, dass du so blau warst. Was? Und durch den Sturz über die Kellertreppen von einer Karambolage mit einer Verkehrszeichenstange geträumt hast. Maximilian, du bist doch mein bester Freund. Nicht mehr lang, gell? Wenn du nicht zum Spinnen raufhörst. Aber das Auto ist doch kaputt gewesen, das musst du doch zugeben. Das kann ich nicht. Warum weil nicht? Weil ich den angeblichen Schaden ja nie gesehen hab. Erst heute in der Früh, wie ich dir helfen wollte, ja, den sogenannten Unfall zu vertuschen, ja, haben wir zwei doch gemeinsam und eindeutig, ja, nach fünfmaligem Hinschauen festgestellt, dass dein fahrbarer Untersatz nicht mehr einen Kratzer hat. Sehr richtig. Und seit der Zeit habe ich kein Auge mehr zugemacht. Schön langsam glaube ich schon selber, dass ich spinne. Max, bitte, bitte komm, setzen wir uns. Bitte. Ja. So, Max, und jetzt frag mich was. Was denn? Ja, irgendwas, damit ich sehe, was passiert ist, versteht? Damit ich sehe, ob ich mich daran erinnern kann. Irgendwas. Ach so, ja, ja. Wann war voriges Jahr Weihnachten? Am 24. Dezember. Gut. Ach, Blödsinn, das weiß doch ein jeder Depp, was Schweres. Was Schweres? Jawohl. Wann ist der Michl, wenn sein Stadl abbrennt? Heuer am Pfingsten noch was Schweres. Also du gehst mir mit deinem Quiz fei auf die Nerven. Siehst du, Max, die Nerven. Die Nerven sind sehr richtig, die Nerven, Max. Sei doch ehrlich, ich weiß doch alles, was gewesen ist. Frau Heile, du weißt sogar Sachen, die nicht gewesen sind. Aber die Sache ist gewesen, so wahr ich da stehe. Ich bin der Toni Hinterleitner. Besitzer. Ich glaube es bald selber, dass ich spinne. Gestern noch Obmann vom Fremdenverkehrsverein. Und heute reif für die Heilanstalt. So eine Schand. Jawohl. Eine Schand. Aber für dich, dass du deinen besten Freund für narrisch hältst. Vergiss das alles. Und wir sind wieder die Alten. Maximilian, ich kann doch nicht vergessen, was ich am leibhaftig erlebt hab. Ich bin der Toni Hinterleitner. Also, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann schmier ich rein. Du, das wär mir gerade recht her, damit ich merk, ob ich wach oder träum. Für meinen Freund tue ich alles. Jetzt hast du meine geschmiert, gell? Wenn's mit du schon drum bittst. Danke. Bitteschön, gern. Dann stimmt alles andere auch. Ich lass mir diese Karambolage von gestern Mittag nicht aus meinem Bewusstsein streichen. Ah, da fällt mir gerade was ein. Hast du mein Kapuzenauto doch gesehen? Haben wir's, gell? Was anderes? Was anderes? Ich habe einmal von einer Bewusstseinsspaltung gelesen. Okay. Ja, du, es gibt Leute, die können sich auf das eine erinnern, auf das andere nicht. Siehst du das? Siehst du das? Haben wir schon. Und so ein Leut bin ich auch. Mein Bewusstsein ist auch, wie hast du gesagt? Gespalten. Gespalten. Sehr richtig.
Kato, du, das ist ja genau das Gleiche wie beim Grabschneider gesoffen. Was? Dass ich ihm 3,10 eingeschlagen hab, das hat er vor Gericht gewusst, aber dass er mir 500 Mark schuldig war, das hat er vergessen gehabt, verstehst du? Aber Toni, drehst dich. Die Spaltung muss ja nicht für ewig sein. Ach so, ja. Schau, andere, die über der Kellertreppen fallen, die spalten sich den Schädel. Ja, da wäre dies mit dem Bewusstsein noch ein Glück. Aber ich bin über keine Kellertreppen gefallen. Das war doch nur eine Erfindung von dir. Max, noch einmal, wenn du mir das sagst, dann spalte ich dich auch. Aber als Ganzer, gell? Ich meine, ich geh lieber. Und komm wieder, wenn dir Bewusstsein wieder ganz. Max, ich will eine Absetzung, mein Max, mein bester Freund, lass mich in dieser schweren Stunde nicht allein, bitte. Weißt was, geh ein bisschen an die frische Luft, renn umeinander. Du kannst das brauchen. Jogging heißt es. Ich hab keine Zeit für deine Faxen. Max, das sind doch keine Faxen, Max! Da sieht man's wieder einmal. Bist du aber in der Not, dann sind deine Freunde tot. Umeinander reden, hat er gesagt. Also gut, dann mache ich heute Jogging, dass mein Bewusstsein wieder zusammenbeidelt. Da draußen muss ein Bertel sein Trainingsanzug hängen. Und eins und zwei und eins und zwei. Mama! Mama! Ja, Bertel, was willst du? Du, Mama, ich hätte mit dir was zum Reden. Ah, du, ich hab aber jetzt keine Zeit. Für den einzigen Sohn soll man immer Zeit haben. Es ist das größte Unglück für einen jungen Menschen, wenn er daheim keine Nestwärme verspürt. Ja, sag mal, was denn das Sprich her? Ich hab gute Gründe dafür. Geh, Mama, setz dich doch einen Moment zu mir. Also, gut. Und was ist jetzt? Hör zu. Oben in der Dachbahnkammer, da liegt der junges Mädel. Hä? Ungefähr 18 Jahre alt. Was? Ja, und da weiß ich gar nichts davon. Ja, darum hab ich das ja gerade gesagt. Jetzt weißt du es. Ja, wieso? Wie kommt denn die dann auf? Ja, ich hab's nauftragen. Gestern Nachmittag schon. Du, die Waffe ist nicht einmal leicht. Nauftragen? Ja, hat's dich und die ganze Nacht liegt die da drum? Und du hast vielleicht mit ihr die ganze Nacht? Aber Mama, wo denkst du denn hin? Siehst du, da sieht man wieder die Vorurteile von der älteren Generation. Du, jetzt mach keine Sprich. Eins sag ich dir, solche Nestwärmereien, die dulde ich nicht in unserem Haus. Mei, das Mädel hat's daheim nicht mehr ausgehalten, drum ist sie auf die Straßen. Was eigentlich von der Straße? In unserem Haus! Aber Mama, sie ist doch nur auf die Straße als Anhalterin. Sie wollte nach München. So, so. Oder nach Rom. Ah, so weit ist es bei der schon. Wie weit? Ja, dass ihr wurscht ist, ob sie nach München oder nach Rom kommt. Aber Mama, ein Jungstumsmädel, sag ich da. Wahrscheinlich ist sie in schlechte Gesellschaft gekommen. So von den Radikalen, weißt du schon? Vielleicht ein bisschen Rauschgift, Haschisch und ja, also Bertl, jetzt hör auf. Das wäre immer noch schöner. Du, da warst ja gleich noch besser, sie kriegen ein Kind. No, du hast ja auch fromme Wünsche. Eins sag ich dir, sofort verlass die unseren Hof. So eine Schand. Aber Mama, das kannst du nicht machen. Gerade hast du dich entsetzt über die Umgebung, aus der sie kommt. Und jetzt willst du es wieder da ins Rückstoßen. Ja, sie mir vielleicht ein Heim für schwer erziehbare Jugend? Du, diese Sache von der Fürsorge. Mir zahlen nämlich Steuern genügend. Siehst, Mama, jetzt bist du genauso, wie die Babsi gesagt hat. Jawohl. Du gehörst auch schon zur fetten, hochnäsigen Wohlstandsgesellschaft, die gar nicht einmal merkt, dass die Bombe schon unter dem Kachelofen tickt. Was tickt unter unserem Kachelofen? A Bomben? Ja, bildlich gemeint natürlich. Also, Bertel. Eins sag ich dir, wenn du für sowas einstehst, dann kannst du gleich deinen Koffer packen und mit dir ziehen. Von mir aus nach München oder nach Rom. Das ist mir dann gleich. Also gut, Mama, wenn du es nicht anders haben willst, dann geh. Auf der Steh geh. Aber sing das mir nachher nicht mehr. Aber Bertel, geh weiter. Haben wir denn das verdient als deine Eltern? Ja, die Babsi hat sich das auch nicht verdient. Sie ist nicht so schlecht, wie du denkst. Bertel, sag mal, bist du vielleicht in sie verliebt? Aber Mama, wie und verliebt? Aber sie hat mir halt leid da. Und ich hab mir gedacht, ich mag es wie die Pfadfinder. Jeden Tag eine gute Tat. Und die gute Tat, die liegt jetzt bei uns drum in der Dachbodenkammer. Also, dann bringst du das heute mal runter, deine Romreisende. Aber es hat noch einen Haken. Wenn sie es ja so sieht, wie es gestern gekommen ist, dann jagt sie es ja womöglich wieder fort. Du, Mama, darf ich ja aus dem Kasten von der Erna was zum Ozean leihen? Da wird sich deine Schwester aber freuen, wenn es am nächsten Wochenende heimkommt. Ja, mit der wäre ich schon fertig. Also gut. Ah, du, Bertel, aber nicht ihr neues Band, gell? Eine freudige Überraschung nach der anderen. Es kann ja heute noch ein lustiger Tag werden. Morgen, Marianne.
Ah, guten Morgen, Gretel. Du bist heute schon unterwegs? Ja, ich bin schon im Dorf drunten gewesen. Aber das war's erst und das letzte Mal. Oh, wieso denn? Keine 500 Schritt bin ich gegangen, bleibt dein Auto neben mir stehen. Dreimal darfst raten, wer drin gesessen ist und mich zum Mitfahren eingeladen hat. Ja, mei, da haben wir Viertel. Wer sonst könnte so frech sein? In aller Früh. Na, und? Was ich der einbild. Kaum sitze ich bei ihm im Wagen drin, fahrt der wie wild mit mir los. Hm, dann wärst du halt nicht eingestiegen. Kann doch nicht neben mir am Steh bleiben, dass die Leute was zum Reden haben. Ja, mei, dann wärst du halt weitergegangen. Hab ich ja gemacht. Aber nein, er fährt neben mir her, im Schritttempo bis zum Milchgeschäft. Dort sind die Leute gestanden und haben uns blöd angeglotzt. Das ist aber auch kein Malheur. Der Polizei fliegt noch auf ihn. Warum? Ist er zudringlich worden? Na, das hätte ich ihm auch nicht geraten. Aber ich habe ihm so richtig gezeigt, wie gleichgültig er mir ist. 15 Eider hat er mir geschworen. Aber ich bin eiskalt geblieben, das sage ich dir. Ich glaube, das hat ihm am meisten wehgetan. Und? Ist er jetzt leichter? Ja, sehr viel leichter. Jetzt habe ich endlich einmal sagen können, was mich die letzten drei erdrückt hat. Was hast du ihm denn alles gesagt? Das möchte ich dir lieber nicht wiederholen. Weil das traut du deiner Schwester nicht zu. Und bevor er mich hat aussteigen lassen, hat er gesagt, ich soll mir alles ganz genau überlegen, was ich tue. Weil er wäre nämlich zu allem im Stand. Der mit seinen Sprüchen. Möcht wissen, zu was der schon im Stand wäre. Komm nur, brauchst du den zu fürchten. So, darf ich vorstellen, das ist die Babsi. Hello. Hi. Hi. Guten Morgen. Komm, Babsi, setz dich nieder, du wirst sicher einen Hunger haben. Geh, Mama, bring uns einen Kaffee. Ich euch? Ja. Hast du Feuer? Freilich. Die Damen rauchen wohl nicht, ne? Nein, danke. Danke. Geh, Mama, bring uns halt einen Kaffee. Na, also. Du, gerade happy ist deine Mutter ja nicht über meine Anwesenheit. Ja, da haben Sie vielleicht gar nicht einmal so Unrecht. Wissen's, Fräulein, draußen in der Küche am Herd steht ein Kaffee. Den trinken wir jetzt miteinander, gell? Okay. Okay. Also du alles was recht ist. Keine Stunde bleibt mir diese Person länger im Haus. Ja, was du nur hast. Gestern hättest du die sehen sollen. Du, die macht wunderbare Fortschritte, sag ich dir. Und ich hab's mir mal zur Aufgabe gemacht, sie aus dem Sumpf herauszuholen, in dem sie bisher gesteckt ist. Weißt du, was du bist? Danke, Thomas Denger. Das bist aber auch. Um eins, um zwei, um drei. Ach, Toni. Ja, um Gottes Willen, wie schaust denn du aus? Sag mal, was hast denn du da an? Meinen Trainingsanzug. Was willst du denn? Locker vom Hocker. Jogging heißt mir das. Jogging, verstehst du? Ich glaub eher, das heißt mir Depping. Hä? Sag mal, bist du übergeschnappt oder warst du gestern so blau? Keinesfalls, mein liebes Weiberl. Ich trainiere nur meinen Körper und meinen Geist. Und eins und zwei und hoch das Bein. Hopp und zwei. Ja, ja. Hopp und zwei. Weil ein Bauer sonst gar keine Bewegung hat, gell? Allerdings Geist, ich glaube, da wird nicht mehr so viel zum Trainieren sein. Ah, oder meinst du vielleicht einen Himbeergeist? Mein liebes Mariandal, man muss mit der Zeit gehen. Aerobik wäre zwar besser, aber da bräuchte ich eine musikalische Anleitung. Was? Ich bin? Sag das nicht noch einmal. Ich bin nicht. Ich bin der Toni Hinterleitner. Der Vater muss gestern einen Methylalkohol erwischt. Ach was? Du, sag mal, machst du vielleicht einen sauren Hering? Das könnte nicht schaden. Siehst du's? Dann steckst dabei draußen deinen Schädel in Wassergrant. Wassergrant? Bub? Ja? Was war gestern für ein Tag? Das ist eine Frage. Freitag. Sehr richtig, Freitag, das sage ich auch. Erster Punkt der Tagesordnung. Der Fremde im bäuerlichen Raum. Zweiter Punkt, der Verkehr mit unseren Fremden. Dritter Punkt, unser Verein für die Fremden. Daraus setzt sich das schöne Wort Fremdenverkehrsverein zusammen. Wie war die Rede? Ja, ganz vernünftig. Geh, ich bin ganz vernünftig, Bulli. Hm? Sag mal, Vater, drückt dir was? Drücker? Ja, keine Schuhe. Ich mein's ehrlich. Gestern war's so komisch und heute noch viel mehr. Wie kommt dir das schon vor? Ein bisschen verloren mit deinen Gedanken bist, scheint. Nein, nein, keinesfalls, keinesfalls. Was war gestern für ein Tag? Ja, das fragst du jetzt schon das zweite Mal. So. Sag mal, hast du Fieber? Okay.
Oder was gestern bei dir das passiert ist, beim Rasieren das Bewusstsein verloren? Nein, Bertl, verloren habe ich's nicht, nur gespalten ist es, gespalten, gespalten. Also Vater, mit dir komme ich heute nicht mehr zusammen. Ja? Den Wagen hast du gestern nicht glühen. Geh, geh, das habe ich nicht. Mein Moped hast du mir rausgeschoben. Geh, das habe ich, Burli, und du bist mein Zeuge. Für was? Für das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also Vater, steck dein Kopf durch ins kalte Wasser. Auf mich wartet in der Küche draus ein anderes Problem. Du hast das deine direkte Kinderspiel. Ob, hast du eine Ahnung, Bub? Alles stimmt. Alles stimmt. Bis auf das kaputte Auto. Aber das können doch nicht die Einzelmenschen über Nacht repariert haben. Noch einmal rekapitulieren. Ich bin der Toni Hinterleiter. Verheiratet mit der Marianne. Noch einmal. Ich bin der Toni Hinterleitner, Besitzer vom Dammberghof, römisch-katholisch und mit der Marianne verheiratet. Was heißt mir denn du? Das weiß ich ja eh. Ja, aber es stimmt doch, was ich jetzt gerade gesagt habe. Oder stimmt vielleicht nicht? Ja, warum soll es jetzt auf einmal nimmer stimmen? Das weiß ich ja selber nicht. Barbara, was habe ich da am Schädel? Ja, außen hast du ein Pflaster und ein Pinkel. Ja. Und innen hast du scheinbar einen Rausch, oder du spinnst? Ich spinn nicht, sei das nicht! Ich spinn nicht! Sag mal, bin ich da in einem Narrenhaus? Nein! Was willst du denn da bei uns? Da von dir will ich nichts. Bayern hätte braucht, ich soll ihr was geben. Gib's mir und dann schau, dass weiter kommt. Nein, das kriegt nur deine Frau persönlich. So ist mir angeschafft worden. Von wem? Von meinem Chef vom Hammerlviertel. Was denn? Der Lump schickt meine Marianne schon Backerl. Da, her damit! Zurück da! Zurück, sag ich! Was ist da drin? Ah, da schau her. Das sind ja der Marianne ihre Sonnenbrillen. Du sag mal, wie kommt denn der Autotandler zu den Sonnenbrillen? Ha! Mei, gefunden wir das heute haben. Ich hab nicht einmal gewusst, was da drin ist. Sitz! Sag einmal, ist dir gestern bei deinem Chef was aufgefallen? Ja! Was? Red! Ein frisches Hemd hat er angezogen und eine Krawatte hat er sich umbunden. Willst du mich zum Narren halten? Mein Kinderleiter, ich führe doch dem Hammerlviertel schon seit 3 Jahren den Haus. Das interessiert doch mich nicht. Schau, dass weiterkommt, ich hab keine Zeit für deine Ratschereien. Ja, aber du hast mich doch gefragt, ob mir was aufgefallen ist am Hammerlviertel. Aber doch nicht, ob er frisch Hemd tut, zum Hockrutzi Filmfall. Ja, was dann? Wie er sich benimmt. Benimmt? Wie er schaut. Was er denkt. Ja. Was der denkt, das werde ich nicht erfahren. Verstehe mich richtig, ob er vielleicht so beizt. Beizt? Der ist doch kein Auerhahn. Ja, aber du bist ein Rümpfisch. Du schneidest aber ab, gell? Weißt du was, Barbara, du bist kein Schaf, du bist eine ganze Herde. Raus! Oh, du, so eine Beleidigung brauche ich mir nicht gefallen lassen, gell? Auch nicht von dir. Was? Du ohne Hinterleitner. Schwiege! Herr Schubert. Kein Mensch! Ah. Wo bin ich jetzt wieder stehen geblieben? Wo bin ich stehen geblieben? Beim kaputten Auto. Beim kaputten. Halt. Jetzt fällt mir was ein, ja. Ja, so mach ich's. Ich fahr jetzt auf die Steinfelder gerade und sehe nach, ob ich Spuren an diesem Verkehrszeichen entdecke. Ohne Spuren gibt's keine Lösung. Und eins und zwei und drei und vier. Bertl? Ja? Bertl, jetzt komm halt. Ja, Mama, was tut's mir denn aus der Küche? Jetzt komm nur. Jetzt lies einmal das da. Ich wollt's dir nicht unbedingt von der Babsi zeigen. Ah. Ui. Okay, da schaukst. Ja, sowas. Ich hab's dir gleich gesagt, dass mir die Babsi nicht passt. Und Babsi heißt sie gar nicht. Cornelia Krüger, Tochter von Professor Krüger, der seit einer Woche in ganz Bayern seine Tochter sucht. Mhm. Abgängig seit Sonntag, begleitet mit Jeans, T-Shirt, blond, langes Haar, 18 Jahre alt.
So ein Luder. So, am besten ich rufe jetzt gleich die Polizei an. Halt, Mama, das tust du nicht. Die soll meinetwegen wieder da hin, wo es hergekommen ist. Ja, was denn zu ihren Eltern? Nein, auf die Straße. Aber geh, stell dir doch vor, was sich ihre Eltern für Sorgen machen. Du, was ist jetzt überhaupt mit der guten Tat von den Pfadfindern? Heute könntest du mir wieder eine vollbringen. Ha? Die interessiert mich nicht mehr. Ich muss euch einmal was sagen. Das Mädel ist ganz in Ordnung. Was ist die? In Ordnung? Ein ganz falsch Luder ist sie. Da, Fräulein Cornelia Krüger. Auwe. Naja, ist das vielleicht eine Schande, wenn man einen Professor zum Vater hat? Tante Gretel, das hast du gewusst. Na ja, sie hat mir's gerade beim Kaffeetrinken erzählt. Ach so, die hat es erzählt und mir spielt sie ein Theater vor, die falsche Protestlerin. Gebärdl, schau, ich hab das doch nicht gleich sagen können. Ich mein, ich muss. Jetzt kannst du sogar bayerisch. Aber jetzt will ich nichts mehr hören. Nein. Dass sich die Menschen im Leben immer so schwer machen müssen. Das fragst ausgerechnet du. Schau, Bertel, ich kann dir doch wirklich alles erklären. Aber wenn du mir natürlich gar nicht mehr zuhören magst. Na, danke schön, der Ufer ist aus. Komm, Conny. Wenn einer durchdreht, muss man ihn allein lassen. Ich verstehe eigentlich gar nicht, warum du so sauer bist. Ja, ich weiß selber nicht, was mit mir los ist. Aber ich? Schau mal, ich wollte es halt aus dem Sumpf rausholen. Und jetzt ist kein Sumpf mehr da. Mei, hört sich jetzt um irgendwas ich war. Schon unser Herrgott hat gesagt, dass ihm ein schwarzes Schaf lieber ist als 100 weiße. Sag mal, Bertel, aber verliebt bist du nicht in die Babsi? Cornelia heißt sie. Das ist doch jetzt gleich. Die Gretel hat schon Conny getauft. Ja, was soll denn ich als Bauernsohn mit einer Tochter von einem Professor? Ah, da schau her. Aber mit einer Rumtreiberin, da hättest du dich schon anfreunden können. Hm? Sie wäre schon keine Blim. Aber das Kapitel ist für mich abgeschlossen. Ja, hier hinterleit, ne? Ah ja, sie ist schon da. Momentel. Gretel? Gretel? Ja? Telefon für dich. Wer ist? Na, der Hammelfertl. Ich wüsste nicht, was ich mit diesem sauberen Herrn noch zum Reden hätte. Aber Gretel, jetzt sei heute nicht so. Bitte, Marianne, misch du dich da nicht rein. Sie haben es eh alles gehört. Aber was kann ich dagegen machen? Sie ist ja schließlich alt genug. Ja. Herr Hammel, ich wollte mich noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass es mit der Reparatur so pünktlich klappt hat. Ja, überhaupt nichts hat er gemerkt. Ja, Spuren habe ich jetzt entdeckt. Ja. Mit wem telefoniert denn da die Marianne? Ja, ja. Ist ja recht, Ferdinand. Also, mein Mann darf natürlich kein Sterbenswörtel davon erfahren. Kann ich mich da drauf verlassen? Ja. Mei, also, das wäre nicht auszudenken, wenn er da dahinter kommen würde. Ich werde die Nacht auch nicht so schnell vergessen. Ja. Ja. Mei, jede Stunde habe ich auf die Uhr geschaut. Und am ganzen Körper habe ich zittert, dass er ja nicht früher heimkommt. Ach, und jetzt bin ich ehrlich froh, dass alles so wunderbar geklappt hat. Geklappt? Ja. Und ich bedanke mich noch mal ganz, ganz herzlich für die Arbeit. Für die Arbeit? Ja. Also, auf Wiederhören, Ferdinand. Ferdinand! Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Was mache ich denn nur? Das gibt's ja nicht. Den Autohengsten, den bringe ich um. Zuerst bringe ich ihn um und dann die Marianne und dann. Halt! Anton, ruhig, Blut. Ich bin der Toni Hinterleitner. Besitzer vom Hamburg. Sag einmal, Toni. Kannst den Spruch noch nicht bald auswendig? Maximilian, du bist mein bester Freund und dir sage ich diese niederträchtige Gemeinheit und Neuigkeit. Als erstes steht davor, die Marianne hat ein Verhältnis mit einem Hammerpferdl, aber den Haderlumpen, den bringe ich um, das sage ich dir, den bringe ich um, umbringen du ihn. Umbringen, verstehst du? Ich weiß nur noch nicht wie. Wie? Sag einmal, träumst du schon wieder? Wie kommst du denn auf sowas? Okay, da bin ich gestanden. Nein, ganz genau, da bin ich gestanden und da hat die Marianne telefoniert. Und weißt du, mit wem? Ja. Mein Hammerl, verstehst du? Aha,
Du bist also der Erfinder des Ehebruchs per Telefon. Ah, Blödsinn, Blödsinn. Weißt du, was ich gesagt habe am Telefon? Ferdinand hat gesagt, diese Nacht werde ich nie vergessen. Am ganzen Körper habe ich zittert und gesagt, dass er ja nicht früher heimkommt, damit er mich meint. Versteht mich, als damit meint. Jede Stunde habe ich darauf durchgeschaut, dass er ja nicht früher heimkommt. Und weißt du, was noch gesagt hat? Ich bin ja so froh, dass alles so wunderbar geklappt hat. Und bedankt hat sie sich auch noch bei ihm für die Arbeit, für die Arbeit. Also, wenn ihr alles glaubt, das nicht. Ach, Blödsinn, da, aber bitte, da ist der Beweis, da ist der Beweis. Diese Sonnenbrille hat der Hammerl. Der Hammerl durch die Barbara zurückgeschickt, die Sonnenbrille von der Marianne, weil sie es vergessen hat. Verstehst? Ist ja klar, in der Nacht hat sie es ja nicht gebraucht. Und noch was, ja. noch was ist der Barbara aufgefallen. Der Hammerl hat gestern ein frisches Hemd anzogen. Und eine Krawatte hat er sich umbunden. Verstehst? Für die Nacht! Mit Krawatte! Bind man sich da jetzt deine Krawatten um? Okay. Geht, du Depp, du träumst ja schon wieder. Wie gehst du bei der Geschichte von deinem Auto? Mein Gott, mein Bewusstsein. Beinahe hätte es wieder beieinander gehabt, weil ich nämlich Spuren entdeckt habe am Verkehrszeichen. Die ganze Stange ist verbogen, versteht ihr? Jetzt ist alles wieder, weiß ich nicht mehr, bin ich ein Mandl oder bin ich eine Weibe? Also, das müsste aber doch zum Feststellen sein. Da! Weißt du, was ich jetzt mache? Ja. Max, jetzt schlage ich darinnen alles kurz und klein. Aha. Dann bringe ich einen Hammerl um, dann nehme ich einen Strick. Ja, und ich bestell dir ein Zimmer. Wo? In der Nervenklinik. In der Nervenklinik, in der Nervenklinik, in der Nervenklinik. Ah! Da ist sie ja. Jetzt ist ein Stückerl von meinem Bewusstsein wieder zurückgekommen. Um Gottes Willen. Sie bitte vielmals um Entschuldigung, aber ich kann doch wirklich nichts dafür. Madel, jetzt kommst du mir nicht mehr aus. Da geblieben, halt! Da geblieben, Bertel! Bertel! Vater! Was ist? Mama, komm schnell, der Vater ist die Lehrerin! Walzer fliegt herunter mich! Toni! Ja, sofort lass du das Madel aus! Jetzt habe ich mein halbes Bewusstsein wieder. Bussi, Weibi! Also, hörst du zum Bussern auf, du Lustholz, du Ausländer! Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich darf von denen mal Jungs Madel abbusseln und du verbringst ganze Nächte mit den Hammerlferl, ha? Was höre ich da? So eine hundsgemeine Verleumdung! Ja, ist denn kein Loch da, in das ich versinken kann? Versinke, du Schlange! Mein Mann ist ja narrisch geworden. Was bin ich? Ich glaube, euch hat alle zweite Blitz gestreift. Da erfahrt mir eine schöne Sache. Also, Mutter, wenn das war ich. Geh du schaust, Bertel, mein Lieber. Du sei ganz stark. Was du treibst, das ist die gleiche Chance. Ja, du Mistbuhr, du Elender, kriegst Haare durch der Vorteile, ne? Da bleibst, aber nicht bei dir. Komm in meine Arme, du mein Schicksal. Geh, Herzl. Pfui Teufel, die Mutter hat ein Verhältnis. Also, der Schlag soll mich treffen, wenn das stimmt. Und der Vater treibst du deine die Polizei leicht zurück, Bert. Was ist mit dir? Du bist ein Kriminelle. Der Bertel ist ja ein Narr. Nix da. Wenn hier wer ein Narr ist, dann bin ich es. Ich kann dir rein. Glaubt ihr, einzig Schein in dem Haus? Das ist die Frau Gredl. Halt, das ist meine Tante, gell? Von der lässt du die Finger. No. Jetzt kommt der auch noch daher. Da komme ich gerade recht, da ist die ganze Familie beieinander. Das ist praktisch. Sehr praktisch, gell? Ja, ich will nämlich erst endlich dahinter kommen, weil... Wer ist denn die da? Wir wissen's und die geht's an der Rico. Oh, das, ein Ton ist das bei euch. Oh, gute Lust hätte ich an die, meine neuesten Nachrichten verheimlichen. Das wird uns kaum kratzen. Wir haben nämlich selber Nachrichten, genügend. Aber keine solchen wie ich? Irrtum, Barbara. Die Skandalnachrichtenzentrale von ganz Oberbayern ist auf meinem Hof. Das ist doch mir wurscht. Ja. Und jetzt horcht's mal gut zu. Barbara, uns steht der Kopf ganz woanders. Ja. Wir haben gerade selber eine furchtbare Familienangelegenheit. Das kann man wohl sagen. Zuhören, sage ich. Meine Nachricht ist noch furchtbarer. Ich bin nämlich jetzt endlich draufgekommen, warum sich der Hammerlferdl gestern ein frisches Hemd anzogen hat und eine Krawatte umbunden hat. Ha, ha, das weiß ich leider auch schon lang, weil er Rendezvous gehabt hat mit meiner Alten. Aber nein! Aber ja! Nicht so ganz so ein Blödsinn! Der Hammerlferdl hat sich nämlich umbrochen. Was? Ja, vergiftet. Heiliger Himmel, und den hab ich jetzt auf dem Gewissen. Geh, du schaust.
Du Toni Hinterleitner. Autofahren ist für mich eine Schau. Ja, für mich auch. Eine Schau ist aber bloß ohne meine Frau. Ja, für mich auch. Denn wenn man zu zweit fährt, ist schlechter für mich. Ja, für mich auch. Denn ich sitz am Steuer, aber fahren tut sie. Ja, bei mir auch. Kaum drehen sich die Reifen, fängt sie schon an zu keifen. Hör auf mit dem Rasen, sonst fasst uns noch tot. Fasst uns noch tot. Nach rechts geht's zu unserem Motel. Motel. Nur Fuß noch vom Gas weg, die Ampel ist rot. Ampel ist rot. Jetzt bremst halt doch endlich, du Trottel. Du Trottel, du Trottel. Du Trottel, jetzt kannst wieder fahren. Siehst du nicht, es ist grün. Oder willst auf der Kreuz und stehen bleiben? Stehen bleiben. Schalt Scheibenwische ein, lass die Waschanlage sprühen. Siehst du nicht den Dreck an die Scheiben? Ja, Himmel kreizt dein Weh, jetzt lass mir doch mehr Ruhe. Hock dich selber an Steier, ich hab langsam nur. Das ist für manchmal recht unangenehm. Ja, für mich auch. Doch ist auch allerdings manchmal bequem. Ja, für mich auch. Denn sie sitzt am Steuer, ich fühle mich wohl. Ja, ich sie fahrt und ich schnarche mit Sternhagel voll. Ja, und ja, dann kann uns nichts mehr stören. Wir brauchen nicht zu hören. Hör auf mit dem Rasen, sonst fasst uns doch tot. Fasst uns doch tot. Nach rechts geht's zu unserem Motel. Motel. Du fuhrst doch vom Gas weg, die Ampel ist rot. Ampel ist rot. Jetzt bremst halt doch endlich, du Trottel. Du Trottel, du Trottel. Du Trottel, jetzt kannst wieder fahren. Siehst du nicht, es ist grün. Oder willst auf der Kreuzung stehen bleiben? Stehen bleiben. Schalt Scheibenwische ein, lass die Waschanlage sprühen. Siehst du nicht den Dreck an die Scheiben? Kein Keifen mehr stört uns. Wir sind selig und blau. Und heimfahren wird uns unsere liebe, gute Frau. Immer noch nicht glauben. Schau, wir haben doch noch gar keine Bestätigung für das, was die Barbara da rumratscht. Das kann kein Mensch erfinden. Ach, ich weiß nicht. Der Hammerl ist doch nicht der Typ, der sich sowas der zu Herzen nimmt. Was weißt denn du? Ich kenn ihn besser. Na, meine, hättest du aber nicht so behandeln dürfen. Jetzt machst du mir Vorwürfe auch noch. Überhaupt, was hat's denn eigentlich zwischen euch zwei gegeben? Hab ich dir denn nicht erzählt, warum er beim Feuerwehrball mit mir tanzt hat? Und hat dauernd die mich neigret. Wegen dir. Das soll ich dir glauben. Der Einzige, der es bezeugen könnte, lebt ja nimmer. Hast du ihn denn wirklich so gern gehabt? Ich glaub schon. Ach ja, das hättest du ihm halt früher sagen sollen. Ich wollte jetzt erst einen Beweis, dass er es ernst meint. Den hat er ja jetzt erbracht. Ja, das ist furchtbar. Was ist denn jetzt wieder los? Warum weint denn die Gretel? Ja, ja, freilich. Für den Kummer einer Frau hast du natürlich kein Verständnis. Ja, aber du für den Kummer eines Mannes, gell? Komm, Gretel, geh mal dabei auf mein Zimmer. Na, geht's auf euer Zimmer, das ist auch gescheiter. Ich hab ganz andere Probleme. Ehebruch nach 25 Jahren, das gibt's. Oh, Hinterleid.
Gärtner. Hört sich gut, Barbara, was gibt's denn? Grad haben sie ihn weggebracht. Wem? Ein Hammerlviertel. In die Totenkammer? Nein, mit dem Rettungswagen. Zu was braucht denn ein Toter einen Rettungswagen? Ja, was fragst denn da mich? Du musst schon einen Hammerl fragen. Barbara, wie kann ich denn einen Toten fragen, du Blederl? Wir zittern jetzt noch die Knie furchtbar. Ich glaube, das Bild kommt mir jede Nacht unter. Was für ein Bild? Ja, wie er heute so da gelegen ist. Nein, und einen riesigen Pinkel hat er auch noch gehabt. Da, am Kopf. Na ja, sicher ist er nach dem Vergiften irgendwo hingefallen, nicht? Nein! Er ist doch am Rücksitz von seinem Auto gelegen. Ach so! Ja, da kann er sich den Pinkel nicht zuzogen haben. Vergift hat er sich mit seinen Auspuffgase. Für den Tod hätte er kein frisches Hemd anziehen müssen. Ich hör mit dem Hemd nicht mehr auf. Meinst du, dass er mal was vermacht hat? Na, Barbara, das glaube ich weniger, dass der vor dem Sterben noch an dich denkt hat. Nein. Ich glaube schon bald selber. Ja. Für Gott. Für dich gut, Barbara, Beilecke. Ja, wird schon wieder werden, gell? Ja. Nein. Für Gott. Mein Beileid. Vergiftet. Was hat denn die Barbara wollen? Erben. Von wem? Vom Pferdl. Apropos Pferdl. Ja, geh weiter, Max, setz dich hin. Du, Toni, ja. Die Polizei glaubt es nicht, dass dies ein Selbstmord war. So, was glauben Sie dann? Es hat ihn wer niedergeschlagen und danach in sein Auto gelegt. Also nicht Selbstmord, sondern Mord. Was nicht alles gibt, gell? Ja, aber das Motiv, Toni. Warum hat ihn wer niedergeschlagen? Ja, mein Max, warum? Warum? Sicher hat er wieder irgendwo eine Liebschaft gehabt, womöglich mit einer verheirateten Frau, nicht? Der Ehemann hat gespannt und dann war's schon, bumm, Eifersucht. Was ist das? Du! Ich! Sag einmal, bekommst du ausgerechnet auf mich? Heute Vormittag hast du mir gesagt, den Hammerlviertel bring ich um. Ich? Ja, niemals! Da drauf schwöre ich jeden Eid, dass du das gesagt hast. Ach, da schau her, du bist ein sauberer Freund, mein Lieber. Du bist ein sauberer Freund, der Pfui Teufel! Ja, geweiht, ich schwöre doch wegen dir keine Meinheit. Ja, du hast doch überhaupt nichts zu schwören, du! Du hast zu mir gesagt, mir wird schon was einfallen. Was? Ja, und dann ist dir das mit der Auspuffgase eingefallen. Red doch keinen Schmarrn! Sag einmal, spinnst denn du? Du tust mir leid. Was, Alter? Aber hör zu, gestern hast du dir den Autounfall eingebildet. Und es war nicht wahr. Max! Und heute hast du den Hammerlviertel erschlagen und vergift und kannst dich nicht mehr dran erinnern. Max, was? Bewusstseinsspaltung. Ja, frag den Doktor, der wird dir das bestätigen. Heiliger Himmel, ich bin doch kein Mörder, Max! Nein, wie man das nennt, ist wurscht. Umbracht dieser Wurm. Außerdem habe ich einen Zeugen. Wo bin? Ja, das Madel, die Anhalterin, verstehst? Na, die ist nicht mehr da, die ist abgehauen. Nein. Der Bertel wäre nachgerannt, hat's aber nicht mehr erwischt. Max hat sich denn alles gegen mich verschworen? Ein bisschen wird's ein vergift mich wie der Hammerl. Ich könnte dir Hexenzeugen für dein gespaltenes Bewusstsein machen. Ja? Ja, dann kriegst du einen Paragraphen, nicht? Und kommst bloß in eine Heilanstalt. Ja, sag einmal, was blöd, das ist ja nicht einfach lebenslänglich in eine Anstalt. Da kann ich mir ja gleich aufhängen. Oh, mei. Grüß euch, bei uns. Ah! Alle guten Geister! Ja, was hat's denn? Viertel? Bist das wirklich? Hm? Oder ist dein Geist? Da habt ihr auch durchgedreht. Ja, aber es hat ja geheißen, du bist tot. Vergift in deinem Auto, doch. Der Blödsinn. Die Barbara, ihr kennt es doch, die Spinner, die Tagblattl. Sie haben mich aus einem Schlafort in meinem Auto gefunden. Und weil ich nicht gleich munter geworden bin, hat's alle Leute rebellisch gemacht. Jetzt glaubt's ganz viel Dorf, dass ich tot bin. Naja, ich war natürlich müde. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man die ganze Nacht nicht zum Schlafen gekommen ist. Das ist die Geweih! Gib's zu, oder ich trage die Gurke Gib zu! Ich bin ein Kavalier und der schweigt. Hat das gehört, Max? Er ist ein Kavalier, schweigt und genießt. Du Lumpen! Auseinander! Also so ist das nicht, Hammer, gell? So nicht. Das kann man nicht als Kavaliersdelikt abtun. Geh, lasst euch doch auslachen. Wegen so einer Lappalie macht's hier so ein Theater. Max, hat das gehört, eine Lappalie ist das hier immer noch mit meiner Marianne die ganze Nacht. Wo ist ein Messer? Ich bring ihn um. So was tut man nicht im Affekt. Gib zu, dass zwischen der Marianne und dir... Ja, ich hab mich nicht angetragen um die Arbeit. Ah! Um die Arbeit! Ich hab's ja nur gemacht, weil mir die Marianne so Trompit hat. Sie haben Trompit, Max! Was
Sag einmal, ist das der Dank, dass ich mich die ganze Nacht geopfert habe? Nein! Aufhören! Ich plag mich wie nicht gescheit. Bist du gleich da? Ich mach jede Stunde auf Tour, damit wir ja nicht erwischt werden, bevor du heimkommst. Mach, hör dir das an. Genau das gleiche hat die Marianne am Telefon auch gesagt. Ja, freilich, wir haben ja gerade noch geredet davon. Von der Nacht. Von der Nacht, Maximilian, mein bester Freund. Jetzt zieht sie mich gerne ins Zuchthaus. Hör mal! Jetzt mach dein Testament! Na, in drei Schichten! Ich hab mein Belegschaft gearbeitet, aber diese. Ist mir doch meine Lebtochter im Vierkämmer, dass einer wegen einem kaputten Auto total durchdreht. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Kaputtes Auto hast du gesagt. Ja, freilich, was denn? Gestern ersucht mich die Marianne. Wollte sagen, deine Frau. Ferdinand, Ferdlein, sag Marianne. Also, sie ersucht mich, ja, ob ich hier nicht auf den schnellsten Weg den Wagen reparieren kann. Aha. Ja, nein, hab ich nicht sagen wollen, weil es mir so drum bitte. Oh, ich rimpfig. Jetzt kommt mein Bewusstsein schon langsam wieder zurück. Ja, bis in der Früh habe ich den Wagen tatsächlich wieder hingebracht mit meinen, ja, Leuten. Und hundsmiert war er. Vormittags habe ich noch mit der Gretel, deiner Schwägerin, mit, ja, der ich mal verlobt war. Moment. Was warst du mit der Gretel? Ach so, das weißt du ja gar nicht, das war ja in der Stadt drin. Also, mit der Gretel war ich einmal verlobt. Das ist ein Hund, mein Herr. Aber das gehört ja gar nicht daher. Nein, das gehört nicht daher. Jedenfalls habe ich dann heute Vormittag mit ihr noch eine enttäuschende Aussprache gehabt. Ja, voller Wut habe ich mir ein paar Cognac genehmigt. Und wie ich bei der Werkstatt rausgehe, haue ich mir meinen Kopf am Türpfosten an. Genau wie ich auf der Kellerstirn. So ist recht, jetzt glaubt es selber. Ja, daraufhin lege ich mich auf den Rücksitz von meinem Auto, ja, und schlafe ein. Und da findet mich die Barbara. Alles andere wisst ihr eh schon. Ferdinandus Rex. Du bist der Größte, nicht du. Er ist der Allergrößte. Ferdl! Ah, was hörst du? Los! Das ist ein Grund zum Feiern. Ich lade euch alle miteinander ein. Das ist eine Idee, zu mir ins Wirtshaus. Ich hab so gerade chinesische Woche. Okay, halt! Ja? Erst muss ich noch mit der Gretel Deutsch reden. Ferdl, aber bitte dank haben sofort und schleunigst nach. Jetzt bist du wieder mein Freund. Max und mein Bewusstsein findet schön langsam wieder zusammen. Sag mal, Max, was fressen denn die Chinesen so? Feuerbohnen, Bambusbrosen. Bambusbrosen haben wir früher ein Skistecken gemacht. Nein, Bambusbrosen. Gretel, wo bist du denn? Ferdl, du lebst! Ja, jetzt umso lieber, weil es endlich eins ist, dass wir zwei doch zusammengehören. Halt, ein bisschen langsam. Glaubst du, dass ich da jetzt um mir nix, dir nix um ein Hals fall? Ja, aber das bist mir doch gerade. Das war nur eine plötzliche Gefühlsaufwallung. Aha. Komm, Gretel, sind wir gescheit. Wir mengen uns da. So? Das war mir damals aber ganz gleichgültig, wie du André geheiratet hast. So? Ja, dann ist er besser gegangen wie mir. Ich hätte mich drei Tage später schon ins Kreuz beißen können. Recht ist dir geschenkt. Lass uns noch mal von vorn anfangen. Keinen Tag sollst du es bereuen. Die Sprüche kenne ich. Kannst dir jedes Wort sparen. Du, jetzt hör mal zu. Ich hab dich schlecht behandelt, jawohl. Das streite ich gar nicht ab. Aber ich hab dir auch schon genug Abbitte geleistet. Hab ich nicht verlangt von dir. Lass mich ausreden. Glaub ja nicht, dass ich jetzt vor dir auf die Knie falle und zum Bädeln anfange. Ja, du warst immer schon so ein Hochnaser, die Gretel. Ein Eiskasten, bei dem man nicht gewusst hat, wann er auftaut. Herrschsüchtig und rechthaberisch bist gewesen. Bissig und ungut. Das ist vielleicht eine nette Liebeserklärung. Stark bist! Ja, wie man gehofft, du tätst einmal anders werden. Na, da ist die Margot gekommen. Süß wie Zucker, fromm wie eine Lampe. Mit dem Geld von reichen Vatern. Haltst du jetzt ein Schnabi oder nicht? Du hast dran die meiste Schuld, dass ich sie geheiratet hab. Also jetzt hört sie doch alles auf. Ich hätte Schuld. Jawohl! So, jetzt ist alles heraus. Und das Theater da hättest du auch sparen können, dass du mir in einer plötzlichen Gefühlsaufwallung um den Hals fällst. Du wärst nämlich die Letzte, wegen der ich mich vergiften würde, du Hochnaser, du Ungurte, du Schirche, du Zwiderwürzen, du! Ferdl! Ja? Ferdl,
Es liegt vielleicht daran, dass ich ein Löwe bin. Was kann ich denn dafür, dass ich im August auf die Welt gekommen bin? Ein Löwe bist. Aber ich bin kein Hirsch. Na, die Sternzeichen gibt's auch nicht. Bist der Fisch. Na, jetzt wein doch nicht. Es konnte ja doch ganz wurscht sein, ob ich gehe oder nicht. Ist mir aber nicht. Ja, dann gib's endlich zu, dass du mich magst. Warum denn? Du hast es ja eh schon immer. Na also, was streiten wir uns da noch lange umeinander? Dabei wird ja beim Bachwirts Bier waren. Viertel! Mein kleiner Löwe. Jetzt weiß ich wenigstens, dass man immer ein Beitschen dabei haben muss. Viertel, ich versprich dir ganz... Nix versprechen. Halten. Du. Ja, was ist denn das? Der Viertel lebt. Also, ich hab's ja gleich nicht geglaubt. Marianne, es ist alles wieder in Ordnung mit uns zwei. Na, Gott sei Dank. Dann meinen herzlichsten Glückwunsch. Darf ich jetzt Marianne sagen? Zur künftigen Schwägerin? Meinetwegen kannst auch du zu mir sagen. Du? Ja, auch ohne Feuerwehrball. Du sag einmal, Viertel, wie ist denn eigentlich das Gerücht aufgekommen mit deiner Vergiftung? Nein, da musst du meine Barbara fragen. Da ist sie eh grad. Die alte Dorfratschen! Aber der nächste Erste ist für die der Letzte. Aber warum denn? Schließlich haben wir zwei uns doch durch sie wiedergefunden. Ja, da hast du auch wieder recht. Ja, und schließlich brauchen wir ja in unserem Haus eine Wirtschafterin. Mhm. So, und jetzt gehen wir alle zum Bachwirt und da machen wir eine kleine Verlobungsfeier. Schon eher nach Verlobung. Ja, aber zum zweiten und letzten Mal, Kim. So erledigt sich eins nach dem anderen. Nix für ungut, Hinterleitner. Ich hab hintereingehen müssen, damit ich meinem Chef nicht begegne. Das ganze Dorf hast du mehr als rebellisch gemacht wegen ihm. Ja, weil auf niemanden konntest du mehr verlassen. Liegt der Hammerl dort wie ein Tod und nachher ist es nicht. Schlafen hat er, weil er müde war. Und dein Alter feiert jetzt beim Bachwirt seine Auferstehung. Ja, wie das auf einmal. Er hat doch den Hammerl furchtbar auf der Latten. Ja, so viel ich gehört hab, hat er erfahren, dass der Hammerlviertel heute Nacht euer Auto repariert hat. Um Gottes Willen, das auch noch. Also weißt du, hast schon recht. Auf den Viertel kommen sie wirklich nicht verlassen. Ach, immer besser, als wäre dein Toni in dem Glauben blieben, dass der Hammerlviertel und du heute Nacht, ne? Verstehst du schon, Hinterleitnerin? Nix verstehe. Sag mal, wie kommst denn du auf so einen Blödsinn? Wieso ich? Ja, du hast doch am Telefon zum Hammerl gesagt, die Nacht wirst du nie vergessen. Also, woher weißt denn du das? Dein Alter und der Bachwirt, die lachen sich halber tot drüber. Kellnerin hat mir's erzählt. Wer redet denn da schon das ganze Dorf drüber? Jetzt hör auf mit dem Gelächter. Mir kommt es gar nicht so komisch vor wie euch. Aber wenn's schon alles weißt, dann kannst mir vielleicht auch sagen, warum mein Mann die Babsi abbusselt hat. Okay. Das hat er? Wieder eine Neuigkeit mehr. Aber um das Warum, da darfst du mir nicht fragen, weil alles kann ich ja schließlich auch nicht wissen. Dann verschwind aus meiner Stube und schau, dass du das erfährst. Oh, worauf du dich verlassen kannst. Wenn's den nicht rausbringt, ich glaub, dann weiß mein Mann selber nicht. Da kommen sie jetzt rein und sie gehen mir nicht früher weg, bis Klarheit herrscht, was zwischen ihnen und meinem Vater war. Au, Sie Grobian! Ja, was bilden Sie sich überhaupt ein? Fahren mir nach und zerren mich aus dem Auto, von dem der mich mitgenommen hat, und dann schleppen sie mich daher. Sieh, das ist Freiheitsberaubung. Das wäre mein Vater sagen. Schau, schau, auf einmal erinnern Sie sich an Ihren Vater. Ich will aber wissen, warum Sie meinem Vater um den Hals gefallen sind. Ach, sind Sie vielleicht eifersüchtig? Ich? Tch, ah, wo? Aber es soll wieder eine Ordnung in die Familie kommen. Ich gehöre aber nicht zu Ihrer Familie. Ja, warum haben Sie dann das ganze Theater überhaupt gespielt? Mit der Verkleidung und dem ganzen Hai und Boss und Whisky-Still? Schauen Sie, ich möchte Soziologie studieren. Naja, und da wollte ich halt einmal am eigenen Leib erfahren, wie das so ist, wenn man von der besseren Gesellschaft gemieden und bekämpft wird. Ja, aber dabei muss Ihnen doch aufgefallen sein, dass es auch Leute gibt, die helfen wollen. Schon, aber die sind rar. Naja, es tut mir ja selber leid, dass ich Ihnen zu Ihrem Vorhaben, mich bessern zu wollen, nicht länger hab dienen können. Ja, Sie, dass mein Vater Rundfunk und Presse alarmiert, das hätte ich mir nicht gedacht.
Jetzt lachen sie mich auch noch aus. Um ehrlich zu sein, ich hätte die Rollen gern noch ein bisschen weitergespielt. Auf der Straße. Mit einem Tafel in der Hand, Rom, München. Eigentlich hat's mir da am Hof schon besser gefallen. Ja, warum haben sie dann aus meinem Vater einen Namen gemacht? Ja, das hat er schon selber. Sagen Sie mal, mit Ihrem Vater, da stimmt doch irgendwas nicht. Wieso? Na, also hören Sie zu. Ihr Vater wollte mich gestern auf der Straße mit seinem Wagen mitnehmen. Naja, irgendwie hat er dabei eine Stange von einem Verkehrszeichen als Bremsen benutzt, sodass die rechte Vorderseite vom Wagen total kaputt war. Ah, jetzt sehen wir es mir schön langsam. Naja, also ich schleiche mich heute da aus der Stumm raus. Ihr Vater sieht mich. Er wollte um Verzeihung bitten wegen dem Unfall. Aber was macht Ihr Vater? Sieht er vorher mal mein Hals und tanzt mit mir einen Walzer. Ja, das ist doch unnormal, oder? Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Aber das andere werden wir aufklären. Verlassen Sie sich drauf. Mhm. Naja, dann kann ich also gehen. Sie können schon, aber Sie sollen nicht. Ja, soll ich vielleicht mein Studium da am Hof anfangen? Ja, bei mir. Das machen sie nicht schlecht, Herr Professor. Ja, du glaubst, dein Vater kommt. Komm, lass uns verschwinden. Wunderbar. Komm herein. Ich meine, wie soll ich tun? Ich hab nicht viel Zeit. Okay? Ich wollte mir nur vergewissern, ob du sicher über die Straßen gekommen bist. Keine Angst, mein lieber Freund. Nachdem ich meine Bewusstlosigkeit nicht mehr hab, kann mir überhaupt nichts passieren. So. Bitte nimm Platz, mein Freund. Das heißt, eine ganz kleine Lücke habe ich schon noch. No. Ja, ich möchte einfach unbedingt liebend gern wissen, warum mein liebes Marianderl den Wagen so ganz heimlich wieder herrichten hat lassen. Verstehst du? Ach so. Wissen, ja? Ja, dann tät ich's halt fragen. Fragen? Das ist eine Möglichkeit. Da wäre ich ohne dich nie drauf gekommen. Na, frage ich's jetzt, gell? Also gut. Marianne! Marianne! Ja, Donnerle, du bist schon daheim. So freundlich war die noch nie, wenn ich einen kleinen Schwips gehabt hab. Ja, weißt, er hat ein bisschen zu viel erwischt. Durch die Wiedergeburt vom Hammerviertel. Aber Nachbar, das macht doch nix. Ja, was? Marianne, ich habe ein ganz ernsthaftes Wörterl mit dir zu reden. Naja, ich weiß ja, dass nicht recht war von mir. Wusst man's ausdrücklich verboten hast. Mein Gott, jetzt ist halt einmal passiert, nicht? Ja, was? Und du tragst mir gar nichts nach deswegen? Nein, im Gegenteil. Ich danke dir, dass du es getan hast. Ja, Toni, du kommst mir aber nicht ganz geheuer vor. Weiberl, Marianne, ja, entschuldige. Ich hätte nie geglaubt, dass du so ein weiches Herz hast. Nie. Ich kann ja auch nichts dafür. Ah je. Auf einmal war es geschenkt. Ja. Und wie ich den Unfallschaden dann gesehen hab, ja, da wollte ich dir natürlich den weiteren Anblick ersparen. Naja, und da hab ich dann mit dem Hammer telefoniert. Mit dem Pferdl. Und wie schön, dass er das Auto wieder hergerichtet hat. Wie neu steht der Wagen in der Garage. Marianne, ich danke dir tausendmal dafür, Butzi. Weißt, die ärgert mich selber grün und blau. Ach, hör auf. Aber wenn der Spinner in der Kurve nicht so schnell daherkommen wäre, dann hätte ich den Wagen nicht verreißen brauchen und an den Baum hinfahren. Moment. Du bist mit dem Wagen gefahren. Ja, ja, freilich. Wer denn sonst? Und dabei an einen Baum hin. Ja, leider. Also von dem reden wir doch die ganze Zeit. Mit dem rechten vorderen Kopfliegel. Ja, ja, und der Scheinwerfer und die Stoßstangen waren hin. Und wie du aus der Garage herausgefahren bist, war der Wagen noch ganz. Ja, selbstverständlich, er ist ja fast neu. Oh! Nein, du, aber das hätte dir genauso passieren können. Mir? Niemals! Niemals! Ach, lieber Gott! Niemand, Marianne, niemals! Ja, der Fall ist in der Automobilgeschichte einmalig. Ja. Jetzt weißt du auch den Grund, warum dir die Marianne den Wagen reparieren hat lassen. Weiß ich. Nein, das war doch das Mindeste, was ich tun hab müssen. Das Mindeste? Also, was
ist denn da dran so komisch? Weil der Hammerlferdl für mich eine Nachtschicht einlegen hat müssen. In der Werkstatt. Ja. Ja, Toni, ich glaub, du hast schon ein bisschen tief ins Bierhaferl geschaut, hä? Ja, freilich, Marianne, feier doch deine liebe Schwester Gretel. Verlobung. Du, da fällt mir gerade ein, da kriegen wir jetzt einen Karosseriespengler in die Familie. Jetzt kannst du öfter an den Baum hinfahren. Meinetwegen streift deine ganze Allee. Ja, ja. So lustig war das auch wieder nicht. Okay, schau, sei kein Frosch, Mariandl. Geh mit nieber zum Bachwirt und stoß auf das Glück deiner Schwester Gretel an. Ha? Von mir aus. Aber da möchte ich mir zuerst was anderes anziehen. Gut. Na, geh mal voraus, Antonius. Ha? Ich folge deinen Spuren, Maximilian. Ich möchte deinen Bier sehen, so groß wie das Biersee. Dann wär ich mein Gott. Dallallum, dallallum. Deine Biersee, mein Gott. Mannsbrüder, wenn die nur einen Grund zum Dudeln haben. Du Hinterretterin, jetzt weiß ich's ganz genau. Raus mit der Sprache. Warum hat mein Mann die Babsi abbusselt? Das kann man ihm nämlich eigentlich nicht nachsagen, dass er die junge Madel nachsteigt. Hm? Babsi? Ja? Ja? Da weiß ich noch nichts. Aber ich weiß jetzt, warum der Hammerlferdl gestern ein frisches Hemd anzogen hat und der Krawatten umbunden das hat. Das ist mir aber jetzt wurscht. Aber nicht mir. Weil mir jetzt nämlich eine neue Chefin kriegen. So eine geschupfte Hähne. Das ist mir gerade noch aufgegangen. Du, die geschupfte Hähne ist meine Schwester. Ich meine bloß, dass du die auskennst. Okay, na. Ach, eine nette Person. Ja. Na, muss ich wirklich sagen. Blitzsauber und fleißig und brav. Sag mal, woher willst du das wissen? Ja, du, aber deswegen der Anhalterin und deinem Eugen, da weiß ich bis jetzt leider noch nichts. Du lässt aber auch nach. Ja, nein. Ja. Mama! Schau, wie ich dir da bringe. Sag einmal, ist dir denn nichts Gescheites eingefallen, als dass du es wieder zurückbringst? Ja, sei doch froh, jetzt kannst du doch gleich selber fragen, warum dein Mann die da abgeschleckt hat. Also, Frau Hinterleitner, ich muss Ihnen das alles erklären. Gestern bin ich als Anhalterin auf der Straße gestanden. Naja, und Ihr Mann, der wollte mich mitnehmen. Ja, schau. Der Hinterleitner als Playboy. Jetzt sei doch du mal Start. Ja. Also, und weiter? Naja, irgendwie hat er dabei das Bremsen übersehen und ist mit dem Wagen einer Verkehrszeichenstange hingefahren. Was sie nicht sagen. Oh, da öffnen sich Abgründe. Die rechte Vorderseite von dem Wagen war total hin. Kotflügel, Scheinwerfer, Stoßstange. Mhm. Und ich hab das nicht gemerkt und bin einfach losgefahren. Ach, drum hat er sich bei mir für die rasche Reparatur so bedankt. Na, wart, Alter. Ja, aber jetzt weiter. Warum hat er sie eigentlich abbusselt? Ja, warum? Das ist mir doch selber unerklärlich. Na, vielleicht wollte er sich revanchieren, weil er dich mit dem Hammerl verdächtigt hat. Aber warum eigentlich? Ja, warum eigentlich? Du sag einmal, braucht dich noch wer da? Na, jetzt wird's doch erst interessant. Also, jetzt passt schon mal auf. Der Unglücksfahrer war also der Vater, weil er die Babsi mitnehmen hat. Ja, aber hinterher war's ich, wie ich die Gretel vom Bahnhof abgeholt hab. Was denn? Ihr seid alle zwei nacheinander ja. Und eins hat vom anderen nichts gewusst. Also sagen gibt's, die gibt's ja. Gar nicht. Aber warum hat der Hinterleut nicht die da abbusselt? Ja, ah, das fragst du am besten selber. Er kommt nämlich gerade. Aber ich höre mir das zuerst lieber von draußen an. Bambussprossen mit China D und der Toni ist wieder okay. Aber wo bleibt mein Weiberl? Sie hat gesagt, sie kommt gleich. Ah, das schau her, das gnädige Fräulein ist auch wieder auf dem Dampfwerkhof, hä? Ja, Vater, sie wollte sich bei dir entschuldigen, weil du gestern wegen ihr den Unfall gebaut hast. Ja, geht nicht, brav. Ja, das kommt davon, wenn ein alter Depper Jungs Madel verführen will. Ja, sag einmal, du Blutzahn, du bist nicht gleich Start, hä? Hast du nicht genügend Blödsinn schon angefangen hier? Du sag das nicht, gell? Ohne mich wäre deine Schwägerin eine alte Jungfer geworden. Was? So wird's jetzt Frau Hammerl. Aha, und da haben's ausgerechnet dich braucht dazu, gell? Nicht ablenken, Vater. Wie war das jetzt gestern mit dir und der Babsi? Ja, jetzt pass auf, das war folgendermaßen, nicht wahr? Er bringt mich vielleicht ganz durcheinander, gell? Barbara, du verschwindest. Ja, fällt mir ja gar nicht. Jetzt wird's ja spannend.
Ich sag dir das eine. Halt ja dein Maul, sonst vergifte ich dich mit Auspuffgase. Von deinem Auto? Nein, von meinem Traktor. So, Toni, hast du jetzt wirklich glaubt, dass du das so einfach verduschen kannst, was du für ein Herrgottsfahrer bist? Ja, ha? Aber was schimpfst denn, Weiberl? Ich hab dir doch gesagt, was du mir für eine Freude mit dieser nächtlichen Reparatur ja, gemacht ja, hast. Ja, aber mir hättest du nämlich deinen eigenen Schnitzer verheimlichen wollen. So war's. Ah, du mir vielleicht ja, Lücke, hör doch auf, Leute, den Täter. Was ist denn, was ist denn? Es habe ich nur noch erwarten können, dass richtig gestritten wird. Na, Barbara, da hast du dich getäuscht. Weil den gefallen der mir da nämlich nicht. Gell, Donald? Na. Hat das gehört? Täuscht hast du. Du alte Suppenhähner. Also, das ist echt. Siehst, Babsi, das ist eine soziologische Studie. Elterliches Vorbild für ein junges Paar. Ausnahmsweise erfreulich. Oh, jetzt sind schon vier. Hey, jetzt brauchen wir bloß noch einen Fotografen stellen für ein glückliches Familienbild. Stellen wir uns dazu? Ja. Bussi. Ja. Oh, jetzt sind schon sechs. Was sind sechs? Die, was sie abpuzzelt haben. Vielleicht wären es auch noch acht. Du bist doch Witwe, gell, Wirt? Ja. Und dabei bleibt's, gell? Zehn Schritt vom Leib. Winzige Dorfglasspalten. In der Wirtshaus möchte ich sowieso nicht. Na, die Barbara bleibt schon bei uns, ja, gell? Ja. Und die Babsi bei uns. Na, wenigstens in die Ferien. Aber Sie, Herr Hinterleitner? Sie wünschen? Warum haben Sie mich jetzt eigentlich wirklich abpuzzelt? Ja, warum? Ja, warum? Ja, jetzt fällt's mir ein. Aus Freude. Aus Freude, dass ich mein gespaltenes Bewusstsein wieder gefunden habe. Ja, wer es glaubt, wird selig. Und wer es nicht glaubt, kommt auch in den Himmel. Ja. Jedenfalls meine Absolution hast du, Donald. Ich danke dir, weil. Also ein Tempo habt ihr drauf. Ja, mein, schau, Maximilian, wir leben halt in einer schnelllebigen Zeit. 2 Pfund Blechschäden und aus Liebe nur eine Reparatur und eine Rechnung. Das soll uns erst einmal einer nachmachen, ja. Gell, Weibi? Weiteren Anblick ersparen. Naja, und da habe ich dann mit dem Hammer telefoniert. Mit dem Pferdl. Und wie schön, dass er das Auto wieder hergerichtet hat. Wie neu steht der Wagen in der Garage. Marianne, ich danke dir tausendmal dafür. Bussi.
Weißt, die ärgert mich selber grün und blau. Ach, hör auf. Aber wenn der Spinner in der Kurve nicht so schnell daherkommen wäre, dann hätte ich den Wagen nicht verreißen brauchen und an den Baum hinfahren. Moment. Du bist mit dem Wagen gefahren. Ja, freilich. Wer denn sonst? Und dabei an einem Baum hin. Ja, leider. Also von dem reden wir doch die ganze Zeit. Mit dem rechten vorderen Kopfliegel. Ja, und der Scheinwerfer und die Stoßstangen waren hin. Und wie du aus der Garage herausgefahren bist, war der Wagen noch ganz. Ja, selbstverständlich, er ist ja fast neu. Oh! Nein, du, aber das hätte dir genauso passieren können. Mir? Niemals! Niemals! Ach, lieber Gott! Niemals, Marianne, niemals! Ja, der Fall ist in der Automobilgeschichte einmalig. Ja. Jetzt weißt du auch den Grund, warum dir die Marianne den Wagen reparieren hat lassen. Weiß ich. Mei, das war doch das Mindeste, was ich tun hab müssen. Das Mindeste? Also was ist denn da dran so komisch? Weil der Hammerlferdl für mich eine Nachtschicht einlegen hat müssen in der Werkstatt. Ja. Ja, Toni, ich glaub, du hast schon ein bisschen tief ins Bierhaferl geschaut, hä? Ja, freilich, Marianne, feier doch deine liebe Schwester Gretel Verlobung. Du, da fällt mir gerade ein, da kriegen wir jetzt einen Karosseriespengler in die Familie. Jetzt kannst du nicht an einem Baum hinfahren. Meines Links streift eine ganze Allee. Ja. So lustig war das auch wieder nicht. Okay, schau, sei kein Frosch, Marianderl. Geh mit nieder zum Bachwirt und stoß auf das Glück deiner Schwester Gretel an. Ha? Von mir aus. Aber da möchte ich mir zuerst was anderes anziehen. Gut. Na, geh mal voraus, Antonius. Ha? Ich folge deinen Spuren, Maximilian. Ich möchte deinen Bier sehen, so groß wie das Bier sehen. Dann wäre mir mein Guss, dann lallum, weil er wieder sehen kann, Guss, dann lallum. Mannsbrüder, wenn die nur einen Grund zum Dudeln haben. Du Hinterletterin, jetzt weiß ich's ganz genau. Raus mit der Sprache. Warum hat mein Mann die Babsi abbusselt? Das kann man ihm nämlich eigentlich nicht nachsagen, dass er die junge Madel nachsteigt. Hm? Babsi? Ja? Da weiß ich noch nichts. Aber ich weiß jetzt, warum der Hammerlferdl gestern ein frisches Hemd anzogen hat und eine Krawatten umbunden hat. Das ist mir aber jetzt wurscht. Aber nicht mir. Weil mir jetzt nämlich eine neue Chefin gekriegt. So eine geschupfte Hähne. Das ist mir gerade noch aufgegangen. Du, die geschupfte Hähne ist meine Schwester. Ich mein bloß, dass du die auskennst. Okay, na. Alles kurz und klein. Aha. Dann bring ich einen Hammerl um, dann nehme ich einen Strick. Ja, und ich bestell dir ein Zimmer. Wo? In der Nervenklinik. In der Nervenklinik, in der Nervenklinik, in der Nervenklinik. Ah! Da ist sie ja. Jetzt ist ein Stückerl von meinem Bewusstsein wieder zurückgekommen. Um Gottes Willen. Sie, Witfiebers, um Entschuldigung, aber ich kann doch wirklich nichts dafür. Madel, jetzt kommst du nicht mehr aus da geblieben. Halt, da geblieben. Bertel, Bertel! Vater! Was ist? Mama, komm schnell, der Vater ist die Lehrerin. Ein Walzer unter mir. Toni! Ja, sofort raus, du den Madel aus! Jetzt habe ich mein halbes Bewusstsein wieder. Bussi, Weibi! Also, hörst du zum Bussern auf, du Lustkolch, du Aufschander! Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich darf von denen mal Jungs Madel abbusseln und du verbringst ganze Nächte mit den Hammerlferdl, ha? Was hör ich da? So eine hundsgemeine Verleumdung! Ja, ist denn kein Loch da, in das ich versinken kann? Versinke, du Schlange! Mein Mann ist ja narrisch geworden! Was bin ich? Ich glaube, euch hat alle zweite Blitz gereift. Du erfahrt mir eine schöne Sache. Also, Mutter, wenn das war ich. Geh du schaust, Bertel, mein Lieber. Du sei ganz stark. Was du treibst, das ist die gleiche Chance. Ja, du Missbuhr, du Elende, kriegst Haare durch sofort deine Nähe. Da bleibst, aber nicht bei dir. Komm in meine Arme, du mein Schicksal. Geh, Herzl. Viel Teufel, die Mutter hat ein Verhältnis. Also, der Schlag soll mich treffen, wenn das stimmt. Und der Vater treibt sich, wenn er die Polizei nicht gesucht wird. Was ist mit dir? Bist du ein Kriminelle? Der Bertel ist ja ein Narr! Nix da! Wenn hier wer ein Narr ist, dann bin ich es! Ich ganz allein! Glaubt die einzig Scheine in dem Haus, das ist die Frau Gretel. Halt! Das ist meine Tante, gell? Von der lass du die Finger! No! Jetzt kommt der auch noch daher! Da komm ich gerade recht, da ist die ganze Familie beieinander. Das ist praktisch. Sehr praktisch, gell? Ja, ich will nämlich erst endlich dahinter kommen, war.
Wer ist denn die da? Wir wissen's und die geht's an der Rico. Oh, also das, ein Ton ist das bei euch. Oh. Gute Lust hätte ich, an die euch meine neuesten Nachrichten verheimlichen. Das wird uns kaum kratzen. Wir haben nämlich selber Nachrichten, genügend. Mm, aber keine solchen wie ich. Irrtum, Barbara. Die Skandalnachrichtenzentrale von ganz Oberbayern ist auf meinem Hof. Das ist doch mir wurscht. Ja. So, und jetzt horcht's mal gut zu. Barbara, uns steht der Kopf ganz woanders. Ja. Wir haben gerade selber eine furchtbare Familienangelegenheit. Das kann man wohl sagen. Zuhören, sage ich. Meine Nachricht ist noch furchtbarer. Ich bin nämlich jetzt endlich draufgekommen, warum sich der Hammelviertel gestern ein frisches Hemd anzogen hat und eine Krawatte umbunden hat. Ha, ha. Mach nicht so. Ah, das ist die Gewalt! Gib zu, oder ich trage die Gurke auf! Ich gar nichts, gib zu! Ich bin ein Kavalier und der schweigt. Hat das gehört, Max? Er ist ein Kavalier, schweigt und genießt. Du Lumpen! Auseinander! Also so ist das nicht, Hammer, gell? So nicht. Das kann man nicht als Kavaliersdelikt abtun. Geh, lasst euch doch aus, Laura. Wegen so einer Lappalie macht's hier so ein Theater. Max, hat das gehört, eine Lappalie ist das hier? Und er mit meiner Marianne die ganze Nacht. Wo ist ein Messer? Ein Messer! Ich bring ihn um! So was tut man nicht im Affekt. Gib zu, dass zwischen der Marianne und dir... Ja, ich hab mich nicht angedrungen um die Arbeit. Ah! Um die Arbeit! Ich hab's ja nur gemacht, weil mich die Marianne so trompet hat. Sie haben trompet, Max! Ja, sag einmal, ist das der Dank, dass ich mich die ganze Nacht geopfert hab? Nein! Aufhören! Ich plag mich wie nicht gescheit. Bist du gleich da? Ich hab jede Stunde auf Tour, damit wir ja nicht erwischt werden, bevor du heimkommst. Max, hör dir das an. Genau das gleiche hat die Marianne am Telefon auch gesagt. Ja, freilich, wir haben ja gerade noch geredet davon. Von der Nacht. Von der Nacht, Maximilian, mein bester Freund. Jetzt sitze ich mich gerne ins Zuchthaus. Hammerl, jetzt mach dein Testament. Na, in drei Schichten. Ich hab mein Belegschaft gearbeitet, aber das ist mir doch meine Liebtochter. Dem Vierkämmer, dass einer wegen einem kaputten Auto total durchdreht. Was hast du gesagt? Kaputtes Auto hast du gesagt. Ja, freilich, wo ist denn? Gestern ersucht mich die Marianne. Wollte sagen, deine Frau. Ferdinand, Ferdlein, sag Marianne. Also, sie ersucht mich, ja, ob ich hier nicht auf den schnellsten Weg den Wagen reparieren kann. Aha. Ja, nein, hab ich nicht sagen wollen, weil es mir so drum bittet. Oh, ich rimpfig. Jetzt kommt mein Bewusstsein schon langsam wieder zurück. Ja, bis in der Früh habe ich den Wagen tatsächlich wieder hingebracht mit meinen, ja, Leuten. Und hundsmiert war er. Vormittags habe ich nachher noch mit der Gretel, deiner Schwägerin, mit, ja, der ich mal verlobt war. Moment. Was warst du mit der Gretel? Ach so, das weißt du ja, glaube ich. Das war ja in der Stadt drin. Aha. Also, mit der Gretel war ich einmal verlobt. Das ist ein Hund, Mann. Aber das gehört ja gar nicht daher. Nein, das gehört nicht daher. Jedenfalls habe ich dann heute Vormittag mit ihr noch eine enttäuschende Aussprache gehabt. Aha. Aha. Ja, voller Wut habe ich mir ein paar Cognac genehmigt. Und wie ich bei der Werkstatt rausgehe, ja, haue ich mir meinen Kopf am Türpfosten an. Genau wie ich auf der Kellerstirn. So ist recht, jetzt glaubt es selber. Ja, daraufhin. Daraufhin lege ich mich auf den Rücksitz von meinem Auto, ja, und schlafe ein. Und da findet mich die Barbara. Alles andere wisst ihr eh schon. Ferdinandus Rex. Du bist der Größte, nicht du. Er ist der Allergrößte. Ferdl! Was heißt denn? Was ist denn? Das ist ein Grund zum Feiern. Ich lade euch alle miteinander ein. Was denn? Ja, irgendwas, damit ich sehe, was passiert ist, versteht? Damit ich sehe, ob ich mich daran erinnern kann. Irgendwas. Ach so. Ja. Ja. Wann war voriges Jahr Weihnachten? Am 24. Dezember. Gut. Ach, Blödsinn, das weiß doch ein jeder Depp. Was Schweres. Jawohl. Wann ist denn Michl, weil sein Stadl abbrennt? Heuer am Pfingsten noch was Schweres. Also, du gehst mir mit deinem Quiz fei auf die Nerven. Siehst du, Max, die Nerven. Die Nerven sind sehr richtig, die Nerven, Max. Sei doch ehrlich, ich weiß doch alles, was gewesen ist. Frau Heile, du weißt sogar Sachen, die nicht gewesen sind. Aber die Sache ist gewesen, so wahr ich da stehe. Ich bin der Toni Hinterleitner. Besitzer. Ich glaube es bald selber, dass ich bin. Gestern noch Obmann vom Fremdenverkehrsverein. Und heute reif für die Heilanstalt. So eine Schand. Jawohl. Eine Schand. Aber für dich, dass du deinen besten Freund für narrisch hältst. Vergiss das alles. Und wir sind wieder die Alten. Maximilian, ich kann doch nicht vergessen, was ich am leibhaftig erlebt hab. Ich bin der Toni Hinterleitner. Also, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann schmiere der Reini. Du, das wär mir gerade recht. Hau her, damit ich merk, ob ich wach oder träum. Für meinen Freund tue ich alles. Jetzt hast du mal eine geschmiert, gell?
wenn's mit du schon drum bittst. Danke. Bitteschön, gern. Dann stimmt alles andere auch. Ich lass mir diese Karambolage von gestern Mittag nicht aus meinem Bewusstsein streichen. Ah, da fällt mir gerade was ein. Hast du mir Kapuze aus der Tuch gesehen? Haben wir's, gell? Was anderes? Was anderes? Ich habe einmal von einer Bewusstseinsspaltung gelesen. Okay. Ja, du, es gibt Leute, die können sich auf das eine ja innen, auf das andere nicht. Siehst du das? Siehst du das? Haben wir schon. Und so ein Leut bin ich auch. Mein Bewusstsein ist auch, wie hast du gesagt? Gespalten. Gespalten, sehr richtig. Ja, du, das ist ja genau das Gleiche wie beim Grasschneider gesoffen. Was? Dass ich ihm 3,10 eingeschlagen habe, das hat er vor Gericht gewusst, aber dass er mir 500 Mark schuldig war, das hat er vergessen gehabt. Vergessen. Aber Toni, drehst dich. Die Spaltung muss ja nicht für ewig sein. Ach so, ja. Schau, andere, die über der Kellertreppen fallen, die spalten sich den Schädel. Ja, da wäre das mit dem Bewusstsein noch ein Glück. Aber ich bin über keine Kellertreppen gefallen. Das war doch nur eine Erfindung von dir. Max, noch einmal, wenn du mir das sagst, dann spalte ich dich auch. Aber als Ganzer, gell? Ich meine, geh lieber. Und komm wieder, wenn dein Bewusstsein wieder ganz. Maximilian, ich hab's nicht so gemeint. Max, mein bester Freund, lass mich in dieser schweren Stunde nicht allein, bitte. Weißt was, geh ein bisschen an die frische Luft. Renn umeinander. Du kannst das brauchen. Jogging heißt es. Ich hab keine Zeit für deine Faxen. Max, das sind doch keine Faxen, Max! Da sieht man's wieder einmal. Bist du aber in der Not, dann sind deine Freunde tot. Umeinander reden, hat er gesagt. Also gut, dann mache ich heute Jogging, dass mein Bewusstsein wieder zusammen. Du ausschaust, das ist Geschmackssache. Weißt du was? Da, nimm deinen Sog und dann vierte. Zuerst möchte ich meinen Drink. Einen Drink, einen Obstler kannst du haben. Naja. Prost. Cheers. Große, große ist deine Saufübung scheint's nicht, ha? Gibst ein bisschen an, was? Und Hunger hätte ich auch. Hunger? Ja, meine Zwillinge sollst nicht sagen, dass die fette, hochnäsige Wohlstandsgesellschaft kein Herz hat. Magst du einen Leberkäse? Ja. Warte mal, ich glaub, dass meine Brotzeit in der Küche draus steht. Naja. Eigentlich ganz nett, da, Herrin. Das kann mir schon gefallen. So, da, da. Du bist. Wünschen das gnädige Fräulein hier zu speisen? Bitte sehr, bitte gleich. Einen guten. Danke. Wo kommst du denn überhaupt her? Na ja, wie soll ich sagen? Na, ist mir eh wurscht. Und wohin willst? Kannst du lesen? Ja, freilich. Dann schau dir mal das Schild da drüben in meinem Beutel an. München! Rom! Wohin willst du jetzt wirklich? Nach München oder nach Rom? Es kommt ganz drauf an, aus welcher Richtung die Autos kommen. Aha. Und was sagen deine Eltern dazu? Puh, Eltern. Wie heißt du denn überhaupt? Meine Freunde nennen mich Babsi. So, so. Und wie viele Freunde hast du? So beiläufig. Ich hab sie noch nicht gezählt. Aha. Magst du noch keinen Schnaps? Ja. Mir wäre jetzt fast ein Glas Milch lieber. Warte einen Moment. Du musst erst einmal nachschauen, ob für unsere fetten Wohlstandskörner eine Mülle überblieben ist. Ja, greislich. Oh.
bist gewesen. Ganz weiß. Ja, und dann ganz rot, alles voller Blut. Bitte, bitte, Weiberl, fahr heute nicht mit dem Auto, ich zahl dir gerne ein Taxi. Ich hätte keine ruhige Minute mehr, wenn ich dir den Autoschlüssel geben würde. Hör auf mich, Weibi, um aller heiligen Willen. Amen. Ha? Ach so. Meinetwegen, dass die arme Seele Ruhe hat. Marianne, nicht zu der Herrin. Bitte nicht zu der Herrin. Nachbar, wenn ihr es nicht fahrt, ist es gescheiter, wir bleiben daheim. Nein, es ist gescheiter, wir fahren. Fährt die gut, Weibi. Ich komm gleich wieder, gell? Ja, ja. Die Marianne, und denk, bitte denk an mein Träumen. Pfiat dich. Ja. Träumen. Hallo, Herr Hammel. Ja, hier ist die Frau Hinterleitner. Ich wollte eigentlich bloß fragen, ob Sie vielleicht einen Mietwagen frei haben. Die sind alle unterwegs. Das ist jetzt schade. Und ein Leihwagen? Eine Reparatur. Ah, ja, ja, schon, aber mein Mann, der möchte nicht, dass ich damit fahre. Warum? Weil er heute Nacht träumt hat, es wäre mir was passiert. Mei, er sorgt sich heute um mich. Ja. Nein, nein, das müsste schon gleich sein, weil ich muss wen vom Bahnhof abholen. Sie, das heißt mal Leute ausfragen. Also, auf Wiederhören, Herr Hammerl. Herr Hammerl, habe ich gesagt, und nicht Ferdinand. Der Fasching ist nämlich schon längst vorbei, Herr Hammerl. Die Gretel wird am Bahnhof stehen und ich bin im 20. Jahrhundert nicht einmal im Stand, sie rechtzeitig abzuholen. Nur weil mein lieber Mann träumt hat. Ah, aber da muss doch irgendwo noch ein zweiter Schlüssel sein. Na also, da sind's ja. Garagenschlüssel und Autoschlüssel. Träumen. Also mir hat einmal träumt, der hätte einen Haupttreffer gemacht. Und nix ist gewesen. Hey, Boy. Ja? Hey. Bist du der Boss in diesem Laden hier? Wo kommst denn du her? Ist das so wichtig? Ich wollte wissen, ob du der Boss in diesem Bau hier bist. Ja, und? Was willst? Einen Whisky, falls ihr sowas habt. Was? Du, es gibt ein gutes Mittel gegen Schwerhörigkeit. Wasser und Seife. Das musst du gerade sagen. Also Boss, wie steht's nun mit dem Whisky? Jetzt hör der freche Wanzen. Wir haben doch keinen Saloon. Und ich bin kein Boss. Sondern du bist auf dem Tamberghof und ich bin der junge Bauer. Whisky gibt's bei uns keinen. Ach, drum hat er sich bei mir für die rasche Reparatur so bedankt. Na, wart, Alter. Ja, aber jetzt weiter. Warum hat er sie eigentlich abbusselt? Ja, warum? Das ist mir doch selber unerklärlich. Na, vielleicht wollte er sich revanchieren, weil er dich mit dem Hammerl verdächtigt hat. Aber warum eigentlich? Ja? Warum eigentlich? Du sag einmal, braucht dich noch wer da? Na, jetzt wird's doch erst interessant. Also, jetzt passt mal auf. Der Unglücksfahrer war also der Vater, weil er die Babsi mitnehmen hat. Ja, aber hinterher war's ich, wie ich die Gretel vom Bahnhof abgeholt hab. Was denn, was denn? Ihr seid alle zwei nacheinander und eins hat vom anderen nichts gewusst. Also, sagen gibt's, die gibt's gar nicht. Aber warum hat der Hinterleitner die da abbusselt? Ja, ah, das fragst du am besten selber. Er kommt nämlich gerade. Aber ich höre mir das zuerst lieber von draußen an. Bambussprossen mit China D und der Toni ist wieder okay. Aber wo bleibt mein Weiberl? Sie hat gesagt, sie kommt gleich. Ah, das schau her, das gnädige Fräulein ist auch wieder auf dem Tamberghof, hä? Ja, Vater, sie wollte sich bei dir entschuldigen, weil du gestern wegen ihr den Unfall gebaut hast. Ja, geht nicht, Frau. Ja, das kommt davon, wenn ein alter Depper junges Mädel verführen will. Ja, sag einmal, du Blutzahn, du bist nicht gleich schad, hä? Hast du nicht genügend Blödsinn schon angefangen hier? Du sag das nicht, gell? Ohne mich wäre deine Schwägerin eine alte Jungfer geworden. Was? So wird's jetzt Frau Hammerl. Aha, und da haben sie ausgerechnet dich braucht dazu, gell? Nicht ablenken, Vater. Wie war das jetzt gestern mit dir und der Babsi? Ja, jetzt pass auf, das war folgendermaßen, nicht wahr? Ihr bringt mich vielleicht ganz durcheinander, gell?
Barbara, du verschwindst. Ja, fällt mir ja gar nicht. Ey, jetzt wär's ja spannend. Ich sag dir das eine. Halt ja dein Maul, sonst vergift ich dich mit Auspuffgase. Von deinem Auto? Nein, von meinem Traktor. So, Toni, hast du jetzt wirklich glaubt, dass du das so einfach verduschen kannst, was du für ein Herrgottsfahrer bist? Ja, aber was schimpfst denn, Weiberl? Ich hab dir doch gesagt, was du mir für eine Freude mit dieser nächtlichen Reparatur ja, gemacht ja, hast. Ja, aber mir hättest du nämlich deinen eigenen Schnitzer verheimlichen wollen. So war's. Ah, du mir vielleicht? Ja, Lücke, hör doch auf, Leute, den Peter. Was ist denn, was ist denn? Jetzt hab ich nur noch erwarten können, dass richtig gestritten wird. Na, Barbara, da hast du dich täuscht. Weil den gefallen der mir da nämlich nicht. Gell, Donald? Nein. Hat das gehört? Täuscht hast du. Du alte Suppenhähner. Also, das ist ja. Siehst, Babsi, das ist eine soziologische Studie. Elterliches Vorbild für ein junges Paar. Ausnahmsweise erfreulich. Oh, jetzt sind schon vier. Hey, jetzt brauchen wir bloß noch einen Fotografenstein für ein glückliches Familienbild. Stellen wir uns dazu? Ja. Bussi. Ja. Oh, jetzt sind schon sechs. Was sind sechs? Die, was sie abbusselt haben. Vielleicht wären es auch noch acht. Du bist doch Witwe, gell, Wirt? Ja. Mich abgeholt, ich komm für den Schaden. Aber auf. Es geht doch nicht um den Schaden. Ja, um was denn sonst? Ja, das verstehst du nicht. Du bist nicht verheiratet. Gott sei Dank. Aber dass du jetzt mit so einem Gejammer anfängst, verstehe ich wirklich nicht. Hunderte Autounfälle passieren jeden Tag. An einem Blechschaden ist noch niemand zugrund gegangen. Und scheiden hat sich deswegen auch noch kein Mann lassen. Was glaubst denn du, was ich mir jetzt meiner Lebtag lang vom Toni anhören muss? Wär's daheim blieben, wär der Song. Ich hab's dir gleich gesagt, dass mir nicht recht ist. Und so weiter und so fort. Ach, weil der Aff, der Depper, die wie eine Wildsau die Kurven hat schneiden müssen. Und dann war er weg, der Lump. Mir hat's natürlich auch ein bisschen pressiert, damit du am Bahnhof nicht so lange warten musst. Aber sei doch froh, dass du so geistesgegenwärtig warst und den Wagen auf Seiten gerissen hast. Sieh, das hast jetzt genügend Zeit, du mir Grüß Gott gesagt hast. Davon wird die rechte Vorderseite auch nicht mehr ganz. Der rechte vordere Kotflügel ist total hin. Oh ja. Der Scheinwerfer nur viel mehr. Du, die Stoßstange ist ja überhaupt nicht mehr da. Bloß dem Baum hat's fast nichts gemacht. Ich sag immer, beim Kern in Wald und nicht an Straßenrand. Der Toni, wenn dahinter kommt, das überlebe ich nicht. Ach, Marianne, jetzt hör doch auf mit dem Gejammer. Schließlich gibt es genügend Karosseriespengler, die von solchen Bäumen am Straßenrand ganz gut leben. Ja, du, der Hammerlviertel zum Beispiel. Du, gell, den Namen brauchst du fein meiner Gegenwart nimmer hören lassen. Schließlich gibt's ja andere Werkstätten auch noch. Na ja, aber er wäre der Einzige, der uns bestimmt helfen tät. Du und der Toni tät von ihm nichts erfahren. Da wäre er nämlich gerade der Richtige. Das habe ich auch einmal gemeint, dass er der Richtige ist. Ein hinterlistiger, feuscher Kerl ist er in meine Augen. Ja, Gretel, ich kann dich ja verstehen. Aber glaubst du nicht, dass der Viertel schon längst bereut hat, dass er dich damals hat sitzen lassen? Die Wohnung war schon eingerichtet. Aufgeboten sind wir auch schon gewesen. Und plötzlich, so mir nix, dir nix, heiratet die Tochter von einem reichen Autohändler. Naja, ich rufe ihn aber jetzt trotzdem an. Na. Doch. Hallo, Herr Hammerl. Ja, schon wieder zurück. Gib bitte, kommst doch so schnell wie möglich bei uns vorbei. Na, nicht. Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das müssen Sie sich anschauen. Nein, nicht das, was Sie meinen. Also, bis auf gleich. Ich habe damals gemeint, die ganze Welt bricht zusammen. Was ist da dagegen? Ein Blechschaden. Ich habe meinen Kummer nicht reparieren lassen können. Glaub mir's, Gretel, er wäre auch heute noch für dich der Richtige. Nie. Und wenn er hier vor mir auf die Knie liegen tät. Das sagst du jetzt, weil du verbittert bist. Aber schau, wie lange hat's denn dauert bei ihm? Nach einem halben Jahr war er schon wieder geschieden. Ich sag, das 100 Mal hat er schon bereut, der Ferdl. Das wärst du wissen. Ja, und ob ich das weiß? Du, erst beim letzten Feuerwehrball. Da hat er mich ununterbrochen zum Tanzen geholt. Ja? Ja, weil er unbedingt wollte, dass ich zwischen euch einen Vermittler spiele. Du, komme fein nicht mit solchen Sachen. Auf der Steifein statt zurück. Es ist aus mit uns zwei und damit Schluss mit der Debatte. Ja, aber damit ist doch das Problem mit dem kaputten Auto auch nicht gelöst. Gretel, ich brauch ihn jetzt. Ja. Und damit basta. Du kannst dabei auf dein Zimmer gehen, wenn du ihm nicht begegnen willst. Das tat mir einfallen, auch noch. In der Schüssel. Nichts dürfen die mehr sagen, wenn sie mit meinem Wagen wohin fahren, nicht? Und du meinst, bis jetzt hat's niemand mehr? Nein, kein Mensch. Ich hab natürlich den Wagen sofort ganz hart an die rechte Garagenwand gefahren und mit der Schnauze ganz nach vorn, verstehst? Aha. Jetzt steht das kaputte Eck vorn rechts. Von der Tür aus kannst du es nicht sehen, vorbeigehen kannst du auch nicht. Garage habe ich natürlich abgesperrt, nicht? Aber wie soll's denn jetzt weitergehen? Toni! Pass auf, das kriegen wir schon wieder hin. Ja? Ich rede jetzt gleich mit dem Hammerlviertel. Dem ja. Sei Karosseriespank ist deine Wucht. Jawohl. Nein! Den Hammerl rufst du nicht an. Das sag ich dir gleich.
Der rührt mir mein Auto nicht an, den habe ich nämlich dick. Ja, aber warum denn? Ja, aber doch erstklassig. Ja, das mag schon sein, der hat aber auch andere Qualitäten, die ich ums Verrecken nicht ausstehen kann. Hä? Ja, beim letzten Feuerwehrball zum Beispiel, nicht, hat er meiner Marianne den ganzen Abend schöne Augen gemacht, verstehst? Sogar bei der Damenwahl hat er geholt, so weit hat er es drin. Nee, dem Viertel, dem dürfte ich nicht so auslegen, der macht denn jeden schöne Augen. Ja, aber nicht bei meiner Marianne, weil bei anderen, aber nicht bei meiner Marianne, verstehst? Außerdem glaubst du, dass der dicht halten wird, dass ich mein Auto zusammengefahren hab? Nie! Das wäre dann die Retourkutschen für das, dass ich irgendwann Ball einen Dorfcasanova hingeschmissen hab, verstehst? Ja, ja, aber was machen wir denn jetzt, Max? Toni, ich hab's. Ja, so machen wir's. Ja. Max, mein Freund, hoffentlich ist da was Gescheites eingefallen. Also jetzt. Also, ja. Ich ruf den Bayerischen Rundfunk an, B3. Zu was? Die machen Verkehrsmeldungen und haben auch die Sendung Gute Fahrt. Ja, sag einmal, spinnst du, sollen die vielleicht meinen Unfall im Radio durchgeben? Nein. Wir melden dein Wagen als gestohlen. Das kommt in der Sendung durch. Hä? Das hört die Marianne und es wird gesagt und dich trifft keine Schuld. Du kommst heute Nacht sehr spät heim, gell? Ja. Inzwischen wird der Wagen gestohlen. Von wem? Von einem Dieb. Ach so. Und der Dieb bist du selber. Was denn? Ich soll mein eigenes Auto stellen. Freilich, wer denn sonst? Ja, wie geht's dann weiter? Wir schirmen den Wagen heute Nacht. Das heißt, morgen, in aller Früh, ganz leise aus der Garage, lass ihn am Berg runterlaufen und stellen ihn irgendwo hin, wo ihn jeder gleich findet. Ja. Du schreist morgen in der Früh, mein Auto ist gestohlen worden. Ja, aber nicht so lustig. Ach so, traurig. Gut, weiter, ja, nicht so lustig. Ich rufe den Rundfunk an, der gibt dies in die Sendung durch. Ja. Und wenn der Wagen nachher gefunden wird, wird die Polizei feststellen, dass der Dieb irgendwo angefahren ist und den Wagen als kaputter stehen hat lassen. Weil der Dieselkar war. Steht eh schon auf Reserve. Also. Max, du bist der größte, der größte Schwindler, den es gibt, und mein bester Freund noch dazu. Ja, aber gemein, jetzt müssen wir fahren. Ja, jetzt müssen wir fahren. Vergiss nicht, die Garage zum Zug. Nein, hab schon zugesperrt, Schlüssel eingesteckt. Du, das war eine gute Idee, das kann ich dir sagen. Oh. Jetzt kommt die Marianne, was ist denn? Ja, wieso kommt denn die jetzt schon? Ich glaub, der Weiber, das kostet auch bis auf Nacht. Ja. Ah, grüß euch. Grüß dich, guten Weiber. Ja. Ihr seid ja noch daheim? Eine Krawatten hat er sich umbunden, verstehst? Für die Nacht! Mit Krawatte! Bimmt man sich da jetzt deine Krawatten um? Okay! Geht, du Depp, du träumst ja schon wieder. Wie gehst du bei der Geschichte von deinem Auto? Mein Gott, mein Bewusstsein. Beinahe hätte es wieder beieinander gehabt, weil ich nämlich Spuren entdeckt hab. Am Verkehrszeichen, die ganze Stange ist verbogen, versteht ihr? Jetzt ist alles wieder, weiß ich nicht mehr, bin ich ein Mandl oder bin ich eine Weibe? Also, das müsste aber doch zum Feststellen sein. Da! Weißt du, was ich jetzt mach? Ja. Max, jetzt schlage ich darinnen alles kurz und klein. Dann bring ich einen Hammer um, dann nehme ich einen Strick. Ja, und ich bestell dir ein Zimmer. Wo? In der Nervenklinik. In der Nervenklinik, in der Nervenklinik, in der Nervenklinik. Ah! Da ist sie ja. Jetzt ist ein Stückerl von meinem Bewusstsein wieder zurückgekommen. Um Gottes Willen. Sie bitte vielmals um Entschuldigung, aber ich kann doch wirklich nichts dafür. Madel, jetzt kommst du mir nicht mehr aus. Da geblieben, halt! Da geblieben, nicht mehr! Viertel! Vater! Was ist? Mama, komm schnell, der Vater ist die Lehrerin! Ein Walzer fliegt herunter wie... Toni! Na, sofort lass du das Madel aus! Jetzt habe ich mein halbes Bewusstsein wieder. Bussi, Weibi! Also, hörst du zum Bussern auf, du Lustholz, du Ausländer! Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich darf von denen mal Jungs Madel abbusseln und du verbringst ganze Nächte mit den Hammerferl, ha? Was hör ich da? So eine hundsgemeine Verleumdung! Ja, ist denn kein Loch da, in das sie versinken kann? Versinke, du Schlange! Mein Mann ist ja narrisch geworden. Was bin ich? Ich glaube, euch hat alle zweite Blitz gestreift. Da erfahrt mir eine schöne Sache. Meine also, Mutter, wenn das war ich. Geh doch aus, Bertl, mein Lieber. Du sei ganz stark. Was du treibst, das ist die gleiche Chance. Ja, du Mistbuhr, du Elendig. Ich haare doch sofort deine Hände. Da bleibst, aber nicht bei dir. Komm in meine Arme, du mein Schicksal. Geh, Herzl. Pfui Teufel, die Mutter hat ein Verhältnis. Also, der Schlag soll mich treffen, wenn das stimmt. Und der Vater treibt sich deine die Polizei leicht zurück, Bert. Was ist mit dir? Du bist ein Kriminelle. Der Bertl ist ja ein Narr. Nix da. Wenn hier wer ein Narr ist, dann bin ich es. Ich kann rein. Ich glaube, die einzige Scheine in dem Haus, das ist die Frau Grädel.
Halt! Das ist meine Tante, gell? Von der lass du die Finger. No! Jetzt kommt der auch noch daher. Da komme ich gerade recht, da ist die ganze Familie beieinander. Das ist praktisch. Sehr praktisch, gell? Ja, ich will nämlich erst endlich dahinter kommen, weil... Wer ist denn die da? Wir wissen's und die geht's an der Rico. Oh, also das, ein Ton ist das bei euch. Gut. Den Kopf ganz blind. Sehr richtig, ja. Max, lach doch nicht, das ist für mich eine Katastrophe. Der Unfall bringt mich hinterher, erst du verstehst. Wegen dem bisschen Blechschaden da. Und soviel ich weiß, bist du sowieso voll kaskoversichert. Ja, da hast du schon recht, aber du kennst doch meine Frau, die Marianne. Ja, freilich. Eben. Ja, aber stell dir vor, dir wäre das mal erst hinterher passiert, nachdem die fesche Anhalterin schon neben dir gesessen wäre. Die hätte der Vollkaske auch nichts mehr genutzt. Ja, du hast auch wieder recht, Nachbar, aber es gibt halt leider noch keine Versicherung für die eigene Autorität, die was man in der Ehe und in der Familie braucht. Nicht. Was meinst denn du, was ich meiner Marianne immer für Vorschriften und Lehren mit auf den Weg gebe, wenn sie mit meinen Wagen wohin fährt? Ja, das hat sie mir schon erzählt. So. Dass nach deinen Verkehrsvorschriften jeder Autofahrer überhaupt daheim bleiben müsste. Ja. Ist auf dich. Jawohl. Damit sich jemand für die armen Anhalterinnen mit den engen T-Shirts und Blue Jeans der Bahn. Ja, jetzt hör auf. Ja, du, was ist denn dann aus der überhaupt geworden? Aus der? Davongerannt ist. Mitfahrerflucht hat's gemacht. Oha. Du, aber die will ich erwischen. Die kennt was erleben. Mich so anschauen, versteht, dass ich statt auf Bremse aufs Gas steige, nicht? Aber Nachbar, sehr ehrlich, was soll ich denn jetzt machen? Meine Alte, wenn dieser fährt, hab ich's erlebt, da in der Schüssel. Nichts dürfen die mehr sagen, wenn sie mit meinem Wagen wohin fahrt, nicht? Und du meinst, bis jetzt hat's niemand merkt? Nein, kein Mensch. Ich hab natürlich den Wagen sofort ganz hart an die rechte Garagenwand gefahren und mit der Schnauze ganz nach vorn, verstehst? Aha. Jetzt steht das kaputte Eck vorn rechts. Von der Tür aus kannst du es nicht sehen, vorbeigehen kannst du auch nicht. Garage habe ich natürlich abgesperrt, nicht? Gut. Aber wie soll's denn jetzt weitergehen? Toni! Pass auf, das kriegen wir schon wieder hin. Ja? Ich rede jetzt gleich mit dem Hammelviertel. Dem ja. Sei Karosseriespank ist deine Wucht. Jawohl. Nein! Den Hammel rufst du nicht an. Das sag ich dir gleich. Der rührt mir mein Auto nicht an. Den hab ich nämlich dick. Ja, aber warum denn? Der arbeitet doch erstklassig. Ja, das mag schon sein. Der hat aber auch andere Qualitäten, die ich ums Verrecken nicht ausstehen kann. Hä? Ja, beim letzten Feuerwehrball zum Beispiel, nicht, hat er meiner Marianne den ganzen Abend schöne Augen gemacht, versteht? Sogar bei der Damenwahl hat er geholt. So weit hat er es drin. Nee, dem Viertel, dem darfst du dich nicht so auslegen. Der macht einen jeden schöne Augen. Ja, aber nicht bei meiner Marianne. Bei anderen, aber nicht bei meiner Marianne, versteht? Außerdem glaubst du, dass der dicht halten wird, dass ich mein Auto zusammengefahren hab? Nie! Das wäre dann die Retourkutschen für das, dass ich irgendwann mal einen Dorfkasanova hingeschmissen hab, verstehst? Ja, aber was machen wir denn jetzt, Max? Toni, ich hab's. Ja, so machen wir's. Ja. Max, mein Freund, hoffentlich ist da was Gescheites eingefallen. Also jetzt. Also, ja. Ich ruf den Bayerischen Rundfunk an, B3. Zu was? Die machen Verkehrsmeldungen und haben auch die Sendung Gute Fahrt. Ja, sag einmal, spinnst du? Sollen die vielleicht meinen Unfall im Radio durchgeben? Nein. Wir melden dein Wagen als gestohlen. Dies kommt in der Sendung durch. Ja. Das hört die Marianne. Beim Ding, beim Rasieren halt, nicht? Seit wann rasierst du dich an der Stirn? Du, das geht dich gar nichts an, gell? Ich kann mich rasieren, wo ich will, und hineinschneiden auch, wo ich will. Schau lieber, dass du ein Pflaster herbringst, das ist gescheiter. Ja, vielleicht im Schrankerl. Ein Blödsinn, im Schrankerl ist mein Schnaps drin, sonst nix. Warte, Vater, ich hol dir eins aus dem Verbandskasten, der im Auto ist. Ja, das tust du. Halt! Halt! Keinen Schritt gehst du mal zum Auto hin, gell? Ja, warum denn nicht? Ja, weil das Verbandskasten gar nicht im Auto drin liegt, nicht? Also gestern war es noch drin. So? Ja, gestern. Aber heute habe ich es unseren Nachbarn gegeben. Folglich liegt es nicht mehr dort, nicht? Aber in dem Regal in der Garage ist noch ein zweites. So. Halt! Du gehst mir nicht in die Garage, weil du ist. Oh, ja, Vater, was ist denn jetzt? Oh, jetzt wird mir einfach mal schlecht. Oh. Ja, dann brauchst du einen Schnaps, bevor wir ein Pflaster suchen. Oh. Ja, was ist das? Ja, Buh, ein Stamperl-Schnaps könnte jetzt gar nicht schaden. Ach. So, oder? Dankeschön. Werden wir schon wieder besser, es war nur so vorübergehend. Du, mit dem Schnaps könnt ihr eigentlich meine Wunde desinfizieren, hä? Dass da nichts passiert, verstehst? Da! Oh! Ach, das brennt vielleicht! Ich warte doch nicht mit dem Schnaps! Pass auf ihn, du gleich lieber. Na, also,
Da liegt ja noch ein Pflaster zwischen die Schnapsglaseln. Aha, aha, da siehst du wieder mal, was ich für eine Ordnung habe, im Gegensatz zu deiner Mutter. So, jetzt geh her. Bittchen. Au, pass auf, das tut doch weh. So, Vater, jetzt bist du verarztet. Danke. Du, Vater. Ja, was willst du denn? Du hast nichts dagegen, wenn ich mit deinem Wagen schnell in die Stadt fahre. Mit meinem Wagen? Ja. Ausgeschlossen, mit dem fährst du nicht. Warum denn auf einmal? Ja, weil der Wagen hin ist. Was, unser neuer Wagen? Nein, nein, ich meine, versteh mich nicht falsch. Ich meine, weil das Auto meistens danach hin ist, wenn du damit fährst, nicht? Jetzt sowas, nicht einmal einen Graz habe ich deinem Heiligtum bisher angehängt. Ja, das ist gut. Und darum sollst du ihm auch in Zukunft keinen Graz anhängen, nicht? Du bist jung, dir schaut jetzt gar nichts, wenn du mit dem Moped fährst, nicht? Heute auf einmal dürft ihr nicht mit dem Wagen fahren. Was kann denn ich dafür, dass du dir dein Hirn angerennt hast und jetzt deswegen spinnst? Du bullst doch nicht frech werden, gell? Und mein Hirn habe ich mir nicht angerennt und meinen Schädel auch nicht, sondern ich habe mich beim Rasieren an der Stirn geschnitten. Schluss, basta, aus! Ha, mit Elektrorasierer, dass ich nicht lache. Ja, was denn, ich habe mich heute halt nass rasiert, weil der elektrische kaputt ist, nicht? So wie das Auto, aha. Was? Und dabei hast du mit dem Rasierpinsel auf der anderen Seite einen Monster und Pinkel hingehaut. Was? Und ganz blau wird er schon. Tatsächlich greifig. Komm, Bertel, tu mir da auch noch ein Pflaster drauf. Geh fast auf den Pinkel, gehört ein kalter Umschlag. Also, da bleib doch da, kalter Umschlag. Ich will doch nicht wärmer. Sag einmal, wie kommst du ausgerechnet auf mich? Heute Vormittag hast du mir gesagt, den Heimalviertel bring ich um. Ich? Ja, niemals! Da drauf schwöre ich jeden Eid, dass du das gesagt hast. Ach, da schau her, du bist ja ein sauberer Freund, mein Lieber. Du bist ja ein sauberer Freund, der Pfui Teufel! Ja, weil ich schwöre doch wegen dir keine Meinheit. Ja, du hast doch überhaupt nichts zu schwören, du! Du hast zu mir gesagt, mir wird schon was einfallen. Was? Ja, und dann ist dir das mit dem Auspuffgas eingefallen. Geh, red doch keinen Schmarrn! Sag einmal, spinnst denn du? Du tust mir leid. Was, du Alter? Aber hör zu, gestern hast du dir den Autounfall eingebildet. Und es war nicht wahr. Max! Heute hast du den Heimalviertel erschlagen und vergift und kannst dich nicht mehr dran erinnern. Max, was? Bewusstseinsspaltung. Ja, frag den Doktor, der wird dir das bestätigen. Heiliger Himmel, ich bin doch kein Mörder, Max! Nein, wie man das nennt, ist wurscht. Umbracht dieser Wurm. Außerdem habe ich einen Zeugen. Wo bin? Ja, das Madel, die Anhalterin, verstehst? Na, die ist nicht mehr da, die ist abgehauen. Nein. Der Bertel wäre nachgerannt, hat's aber nicht mehr erwischt. Max hat sich denn alles gegen mich verschworen. Ein bisschen wird's ein vergift mich wie der Hammerl. Ich könnte dir Hexen sein Zeugen für dein gespaltenes Bewusstsein machen. Ja? Ja, dann kriegst du einen Paragraphen, nicht? Und kommst bloß in eine Heilanstalt. Ja, sag einmal, was blöd, das ist ja nicht einfach lebenslänglich in eine Anstalt. Da kann ich mir ja gleich aufhängen. Oh mei. Grüß euch, Bernhard. Ah! Alle guten Geister! Ja, was hat's denn? Viertel? Bist das wirklich? Oder ist dein Geist? Ja, ja. Da habt ihr auch durchgedreht. Aber es hat ja geheißen, du bist tot. Vergift in deinem Auto, doch. Der Blödsinn. Die Barbara, ihr kennt es doch, die Spinner, die Dagbladl. Sie hat mich als einen Schlafwart in meinem Auto gefunden. Und weil ich nicht gleich munter geworden bin, hat's alle Leute rebellisch gemacht. Jetzt glaubt das ganze Dorf, dass ich tot bin. Naja, ich war natürlich müde. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man die ganze Nacht nicht zum Schlafen gekommen ist. Das ist die Geweih! Gib zu, oder ich trage die Gurke und ich gar nichts, gib ich zu! Ich bin ein Kavalier und der schweigt. Hat das gehört, Max? Er ist ein Kavalier, schweigt und genießt. Du Lumpen! Auseinander! Also so ist das nicht, Hammer, gell? So nicht. Das kann man nicht als Kavaliersdelikt abtun. Geh, lasst euch doch auslachen. Wegen so einer Lappalie macht's hier so ein Theater. Max, hat das gehört, eine Lappalie ist das hier und mit meiner Marianne die ganze Nacht. Wo ist ein Messer? Ein Messer! Ich bring ihn um! So was tut man nicht im Affekt. Gib zu, dass zwischen der Marianne und dir... Ja, ich hab mich nicht angedrungen um die Arbeit. Ah! Um die Arbeit! Ja, ich hab's ja nur gemacht, weil mich die Marianne so Trompet hat. Sie haben Trompet, Max! Ja, sag einmal, ist das der Dank, dass ich mich die ganze Nacht geopfert habe? Nein! Aufhören! Ich plag mich wie nicht gescheit. Bist du gleich da? Ich mach jede Stunde auf Tour, damit wir ja nicht erwischt werden, bevor du heimkommst. Max, hör dir das an. Genau das gleiche hat die Marianne am Telefon auch gesagt. Ja, freilich, wir haben ja gerade noch geredet davon. Von der Nacht. Von der Nacht, Maximilian, mein bester Freund. Jetzt sitze ich mich gerne ins Zuchthaus. Hammerl! Jetzt mach's! Danke. Du, Vater. Ja, was willst du denn? Du hast nichts dagegen, wenn ich mit deinem Wagen schnell in die Stadt fahre. Mit meinem Wagen? Ja. Ausgeschlossen, mit dem fahrst du nicht. Warum denn auf einmal? Ja, weil der Wagen hin ist. Was, unser neuer Wagen? Nein, nein, ich meine, versteh mich nicht falsch. Ich meine, weil das Auto meistens danach hin ist, wenn du damit fahrst, nicht?
Ja, sowas. Nicht einmal einen Graz habe ich deinem Heiligtum bisher angehängt. Ja, das ist gut. Und darum sollst du ihm auch in Zukunft keinen Graz anhängen, nicht? Du bist jung, dir schaut jetzt gar nichts, wenn du mit dem Moped fährst, nicht? Heute auf einmal dürft ihr nicht mit dem Wagen fahren. Was kann denn ich dafür, dass du dir dein Hirn angerennt hast und erst deswegen spinnst? Du wolltest doch nicht frech werden, gell? Und mein Hirn habe ich mir nicht angerennt und meinen Schädel auch nicht, sondern ich habe mich beim Rasieren an der Stirn geschnitten. Schluss, basta, aus! Ha, mit Elektrorasierer, dass ich nicht lache. Ja, was denn, ich habe mich heute halt nass rasiert, weil der elektrische kaputt ist, nicht? So wie das Auto, aha. Was? Und dabei hast du mit dem Rasierpinsel auf der anderen Seite einen Monster und Pinkel hingehaut. Was? Und ganz blau wird er schon. Tatsächlich greifig. Komm, Bertel, tu mir da auch noch ein Pflaster drauf. Gefasst auf den Pinkel gehört ein kalter Umschlag. Also, da bleibt doch da, kalter Umschlag. Ich will doch nicht wie ein Maharaja mit einem Turban rumrennen. Und das ist dein letztes Wort? Was? Den Wagen lässt man nicht. Nein, nein und dreimal nein. Macht 27. Sehr richtig. Dann fahre ich halt mit dem Moped, wenn du zu boshaft bist. Ja, das ist doch ganz gesund. Halt, da bleibst! Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Das Moped holst du dir nicht aus der Garage, gell? Das steht ganz vorne rechts. Ja und? Ja und? Da machst du einen Kratzer ans Auto hin, wenn es dir vorbeiziehst. Nicht, da setz dich her. Das Moped hol ich dir höchstpersönlich aus der Garage. Sitzen bleiben, gell? Ach, sowas. Sehr unheimlich. Ah, grüß dich, guten Nachbar. Du warst da weiter stumm drin, ich komm gleich, gell? Ist recht. Ja. Schaut fast nach einer Gehirnerschütterung aus. Was ist? Ah, grüß dich, Bachwirt. Grüß dich, Bertel. Ich hab mich schon ein bisschen verspätet. Was habt ihr denn heute vor? Wir sollten um 3 in Niederbrunn sein, der Vater und ich. Aha. Heute ist doch die konstituierende Sitzung von unserem neu gegründeten Fremdenverkehrsverein. Und da fahrt ihr wohl miteinander? Freilich, wir sollten da schon längst unterwegs sein. Ah, drum hat mir der Vater seinen Wagen nicht geliehen. Sein Wagen? Ja. Ja, den braucht er nicht. Das haben wir doch gestern schon ausgemacht, dass ich mit meinem Wagen fahre. Weißt, dein Vater muss nämlich die Eröffnungsrede halten und da braucht er vorher ein bisschen einen geistigen Untergrund, nicht? Und mit dem Fundament lasse ich meinen Freund nicht fahren und setz mich daneben. Verstehst? Das ist fein sonderbar. Was ist denn da sonderbar? Das ist doch alles ganz klar. Dein Vater trinkt und redet nicht und ich hör zu und fahr. Nein, ich meine ja was anderes. Der Vater ist so sonderbar. Wo bleibt er denn? Er muss sich doch noch umziehen. Wo ist er denn hin? Mein Moped holt er mir aus der Garage. Dein Moped? Ja. Zu was braucht er denn das? Ja, er braucht's ja nicht. Ich brauch's, weil er mir seinen Wagen nicht leiht. Und der Ferdinand ist da. Grüß Gott, Frau Meierni. Grüß Gott. Und so schnell auch noch. Dankeschön. Oh, der Schwesterherz ist auf Besuch. Und dreht sie natürlich berechtigterweise weg. Ja, was soll ich denn sonst machen? Drum haben sie am Telefon gesagt, das könnten sie mir nicht sagen. Das müsste ich mir anschauen. Stimmt's? Nein, das stimmt nicht. Zum Anschauen gibt's bei uns nicht meine Schwester, sondern leider ganz was anderes. Dann kann's nur ein Auto sein. Ja, raten. Jetzt hören Sie mal zu, Herr Hammerl. Oh, ich höre aber viel, lieber Ferdinand. Sie für einen Spaß bin ich für jetzt nicht aufgelegt. Ich höre es auch im Ernst ganz gern. Also, was hat's? In der Garage steht unser Wagen. Wenn Sie ihn gesehen haben, dann reden wir weiter. Firma Hammerl betrachtet, schätzt, repariert. Und er bringt jegliche Leistung für den täglichen Straßenverkehr. Ja. Ich stehe heute nicht gar so hölzern rum. Immer noch der gleiche Hallodri. Immer noch der gleiche Schmäh. Aber Gott sei Dank lässt mich ja das alles eiskalt. Für mich ist er gestorben. Gestorben! Aha. Gerade noch abgegangen. Ach. Ja, grüß dich, Barbara. Sag einmal, du schnaufst ja wie ein altes Dampfross. Ja, schwerer Wunder mit dem Radl da am Berg rauf. Na und, was gibt's denn so Wichtiges? Was will denn der Hammerlviertel mein Chef bei euch? He? Also, die, wenn das erfahrt, dann kann ich es auch in Zeitung geben. Ja, mei, was wird er denn schon wollen? Du, unseren Wagen schaut er sich an. Okay. Ist er vielleicht kaputt? Also, wie kommst du denn auf das? Anschauen du dann heute, weil man vielleicht verkaufen möchten. Was, den schönen neuen Wagen? Ist aber sonderbar. Ist was passiert, hä? Ob die was spannt? Du, jetzt sag mal, was ist denn da dran so sonderbar? Jetzt pass mal auf, ich führe doch dem Herrn
Hammerl fährt schon seit 3 Jahren den Haus. Richtig, bei dem Thema bleiben wir. Und? Kochen und waschen, das ganze Haus putzen zusammen, sogar die Werkstatt räumen zusammen. Aha, ja, und? Ja, so eine wie mich findet der weit und breit nicht mehr. Aber es kommt mir komisch vor. Also mir kommt nur komisch vor, was du da zusammenrätst. Noch nie habe ich das erlebt, solange ich bei ihm im Dienst bin. Dass der Hammerl einen Wagen anschaut. Nein, das tut er doch jeden Tag. Na also, was hast du denn da noch nie erlebt? Also jetzt pass auf, da ruft doch eine Kundschaft an. Ja, ich. Du? Ja, ich habe angerufen. Ja, dann verstehe ich noch weniger. Was, dass er hergefahren ist? Nein, eben nicht. Und jetzt gehen wir alle zum Bachwirt und da machen wir eine kleine Verlobungsfeier. Schon eher nach Verlobung. Ja, aber zum zweiten und letzten Mal, Kim. So erledigt sich eins nach dem anderen. Nix für ungut hinterlassen. Ich hab hinterher müssen, damit ich meinem Chef nicht begegne. Das ganze Dorf hast du mehr als rebellisch gemacht wegen ihm. Ja, weil auf niemanden konntest du mehr verlassen. Liegt der Hammerl dort wie er tot und nachher ist es nicht. Schlafen hat er, weil er müde war. Und dein Alter feiert jetzt beim Bachwirt seine Auferstehung. Ja, wie das auf einmal. Er hat doch den Hammerl furchtbar auf der Latten. Ja, so viel ich gehört hab, hat er erfahren, dass der Hammerlviertel heute Nacht euer Auto repariert hat. Um Gottes Willen, das auch noch. Also weißt du, hast schon recht. Auf den Viertel kann man sich wirklich nicht verlassen. Ach, immer besser, als wäre dein Toni in dem Glauben blieben, dass der Hammerlviertel und du heute Nacht, ne? Verstehst du schon, Hinterleitnerin? Nix versteh. Sag mal, wie kommst denn du auf so einen Blödsinn? Wieso ich? Ja, du hast doch am Telefon zum Hammerl gesagt, die Nacht wirst du nie vergessen. Also, woher weißt denn du das? Bei heute und der Bachwirt, die lachen sich halber tot drüber. Kellnerin hat mir's erzählt. Wir reden doch schon das ganze Dorf drüber. Jetzt hör auf mit dem Gelächter. Mir kommt es gar nicht so komisch vor wie euch. Aber wenn's schon alles weißt, dann kannst du mir vielleicht auch sagen, warum mein Mann die Babsi abbusselt hat. Okay. Das hat er? Wieder eine Neuigkeit mehr. Aber um das Warum, da darfst du mir nicht fragen, weil alles kann ich ja schließlich auch nicht wissen. Dann verschwind aus meiner Stube und schau, dass du das erfährst. Oh, worauf du dich verlassen kannst. Wenn's den nicht rausbringt, ich glaub, dann weiß mein Mann selber nicht. Da kommen sie jetzt rein und sie gehen mir nicht früher weg, bis Klarheit herrscht, was zwischen ihnen und meinem Vater war. Au, Sie Grobian! Ja, was bilden Sie sich überhaupt ein? Fahren mir nach und zerren mich aus dem Auto, von dem der mich mitgenommen hat, und dann schleppen sie mich daher. Sie, das ist Freiheitsberaubung. Das wäre mein Vater sagen. Schau, schau, auf einmal erinnern Sie sich an Ihren Vater. Ich will aber wissen, warum Sie meinem Vater um den Hals gefallen sind. Ach, sind Sie vielleicht eifersüchtig? Ich? Tch, ah, wo? Aber es soll wieder eine Ordnung in die Familie kommen. Ich gehöre aber nicht zu Ihrer Familie. Ja, warum haben Sie dann das ganze Theater überhaupt gespielt? Mit der Verkauft, römisch-katholisch und mit der Marianne verheiratet. Was erzählst du mir denn, du? Das weiß ich ja eh. Ja, aber es stimmt doch, was ich jetzt gerade gesagt habe. Oder stimmt vielleicht nicht? Ja, warum soll es jetzt auf einmal nimmer stimmen? Das weiß ich ja selber nicht. Barbara, was habe ich da am Schädel? Ja, außen hast du ein Pflaster und ein Pinkel. Ja. Und innen hast du scheinbar einen Rausch, oder du spinnst? Ich spinn nicht, das nicht. Ich spinn nicht, Barbara. Sag mal, bin ich da in einem Narrenhaus? Nein! Was willst du denn da bei uns? Da von dir will ich nichts. Bayern hätte braucht, ich soll ihr was geben. Gib's mir und dann schau, dass du weiterkommst. Nein, das kriegt nur deine Frau persönlich. So ist mir angeschafft worden. Von wem? Von meinem Chef vom Hammerlviertel. Was denn? Der Lump schickt meiner Marianne schon Backerl. Da, hör mich! Hey, zurück, sag ich! Was ist da drin? Ah, da schau her. Das sind ja der Marianne ihre Sonnenbrillen. Du sag mal, wie kommt denn der Autotandler zu den Sonnenbrillen? Ha! Mei, gefunden wir das heute haben. Ich hab nicht einmal gewusst, was da drin ist.
Sitz! Sag einmal, ist dir gestern bei deinem Chef was aufgefallen? Ja! Was? Red! Ein frisches Hemd hat er angezogen und eine Krawatten hat er sich umbunden. Willst du mich zum Narren halten? Mein Kinderleiter, ich führe doch dem Hammelferdl schon seit 3 Jahren den Haus. Das interessiert doch mich nicht. Schau, dass weiterkommt, ich hab keine Zeit für deine Ratschereien. Ja, aber du hast mich doch gefragt, ob mir was aufgefallen ist am Hammelferdl. Aber doch nicht, ob er frisch Hemd hat, du zum Hockrutzi Fünferl. Ja, was dann? Wie er sich benimmt. Benimmt? Wie er schaut. Was er denkt. Ja. Was der denkt, das werde ich nicht erfahren. Verstehe mich richtig, ob er vielleicht so beizt. Beizt? Der ist doch kein Auerhahn. Nein, aber du bist ein Rümpfisch. Du schneidest aber ab, gell? Weißt du was, Barbara, du bist kein Schaf, du bist eine ganze Herde. Raus! Oh, du, so eine Beleidigung brauche ich mir nicht gefallen lassen, gell? Auch nicht von dir. Was? Du ohne Hinterleitner. Schwiege! Also, was? Kein Mensch! Ah. Wo bin ich jetzt wieder stehen geblieben? Wo bin ich stehen geblieben? Beim kaputten Auto. Beim kaputten. Halt. Jetzt fällt mir was ein. Ja. Ja, so mach ich's. Ich fahr jetzt auf die Steinfelder gerade und. Mei. Grüß euch, Bernhard. Ah! Alle guten Geister! Ja, was hast du denn? Ein Viertel? Bist das wirklich? Oder ist dein Geist? Ja. Da habt ihr auch durchgedreht. Aber es hat ja geheißen, du bist tot. Vergift in deinem Auto, doch. Der Blödsinn. Die Barbara, ihr kennt es doch, die Spinner, die Tagblattl. Sie hat mich aus einem Schlafwort in meinem Auto gefunden. Und weil ich nicht gleich munter geworden bin, hat's alle Leute rebellisch gemacht. Jetzt glaubt das ganze Dorf, dass ich tot bin. Naja, ich war natürlich müde. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man die ganze Nacht nicht zum Schlafen gekommen ist. Das ist die Gewalt! Gib zu, oder ich trage die Gurke auf! Ich hab gar nichts, gib zu! Ich bin ein Kavalier, und der schweigt. Hat das gehört, Max? Er ist ein Kavalier, schweigt und genießt! Du Lumpen! Auseinander! Also so ist das nicht, Hammer, gell? So nicht! Das kann man nicht als Kavalierste nicht abtun. Geh, lasst euch doch auslachen! Wegen so einer Lappalie macht's hier so ein Theater. Max, hast du das gehört? Eine Lappalie ist die Firma und mit meiner Marianne die ganze Nacht. Wo ist ein Messer? Ein Messer! Ich bring ihn um! So was tut man nicht im Affekt. Gib zu, dass zwischen der Marianne und dir... Ja, ich hab mich nicht angedrungen um die Arbeit. Ah! Um die Arbeit! Ja, ich hab's ja nur gemacht, weil mich die Marianne so Trompet hat. Sie haben Trompet, Max! Ja, sag einmal, ist das der Dank, dass ich mich die ganze Nacht geopfert habe? Nein! Aufhören! Ich plag mich wie nicht gescheit. Bist du gleich da? Schau jede Stunde auf Tour, damit wir ja nicht erwischt werden, bevor du heimkommst. Max, hör dir das an. Genau das gleiche hat die Marianne am Telefon auch gesagt. Ja, freilich, wir haben ja gerade noch geredet davon. Von der Nacht. Von der Nacht, Maximilian, mein bester Freund. Jetzt zieht sie mich gerne ins Zuchthaus. Hammerl, jetzt mach dein Testament. Ah! In drei Schichten. Hab mein Beleg scharf gearbeitet, aber das ist mir doch meine Liebtochter. Dem Vierkämmer, dass einer wegen einem kaputten Auto total durchdraht. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Kaputtes Auto hast du gesagt? Ja, freilich, wo ist denn? Gestern ersucht mich die Marianne. Wollte sagen, deine Frau. Ferdinand, Ferdlein, sag Marianne. Also, sie ersucht mich, ja, ob ich hier nicht auf den schnellsten Weg den Wagen reparieren kann. Aha. Ja, nein, hab ich nicht sagen wollen, weil es mir so drum bitte. Oh, ich rümpfig. Jetzt kommt mein Bewusstsein schon langsam wieder zurück. Ja, bis in der Früh habe ich den Wagen tatsächlich wieder hingebracht mit meinen, ja, Leuten. Und hundsmüht war ich auch. Vormittags habe ich nachher noch mit der Gretel, deiner Schwägerin, mit, ja, der ich mal verlobt war. Moment. Was warst du mit der Gretel? Ach so, das weißt du ja, glaube ich. Das war ja in der Stadt drin. Aha. Also, mit der Gretel war ich einmal verlobt. Das ist ein Hund, Mann. Aber das gehört ja gar nicht daher. Das gehört nicht daher. Jedenfalls habe ich dann heute Vormittag mit ihr noch eine enttäuschende Aussprache gehabt. Aha. Aha. Ja, voller Wut habe ich mir ein paar Cognac genehmigt. Und wir bei der Werkstatt nach. Dass er ja nicht früher heimkommt, damit er es mich meint. Versteht mich, hat's damit meint? Jede Stunde habe ich darauf durchgeschaut, dass er ja nicht früher heimkommt. Und weißt, was noch gesagt hat? Ich bin ja so froh, dass alles so wunderbar geklappt hat.
Und bedankt hat sie sich auch noch bei ihm. Für die Arbeit! Also, wenn ich alles glaub, das nicht. Ach, Blödsinn, da, aber bitte. Da ist der Beweis. Diese Sonnenbrille hat der Hammerl. Der Hammerl durch die Barbara zurückgeschickt, die Sonnenbrille von der Marianne, weil sie es vergessen hat. Verstehst? Ist ja klar. In der Nacht hat sie es ja nicht gebraucht. Und noch was. Noch was ist der Barbara aufgefallen. Der Hammerl hat gestern ein frisches Hemd angezogen. Und eine Krawatte hat er sich umbunden. Verstehst? Für die Nacht. Mit Krawatte. Bind man sich da jetzt deine Krawatten um? Okay. Geht, du Depp, du träumst ja schon wieder. Wie gehst du bei der Geschichte von deinem Auto? Mein Gott, mein Bewusstsein. Beinahe hätte es wieder beieinander gehabt, weil ich nämlich Spuren entdeckt habe. Am Verkehrszeichen, die ganze Stange ist verbogen, versteht ihr? Jetzt ist alles wieder. Jetzt weiß ich nicht mehr, bin ich ein Mandl oder bin ich eine Weibe? Also, das müsste aber doch zum Feststellen sein. Da! Weißt du, was ich jetzt mache? Ja. Max, jetzt schlage ich darinnen alles kurz und klein. Aha. Dann bringe ich einen Hammerl um, dann nehme ich einen Strick. Ja, und ich bestell dir ein Zimmer. Wo? In der Nervenklinik. Ah! Da ist sie ja. Jetzt ist ein Stückerl von meinem Bewusstsein wieder zurückgekommen. Um Gottes Willen. Sie, Witfiebers, um Entschuldigung, aber ich kann doch wirklich nichts dafür. Madel, jetzt kommst du nicht mehr aus da geblieben. Bertel! Vater! Was ist? Mama, komm schnell, der Vater ist hier. Ein Walzer fliegt herunter mir. Toni! Ja, sofort raus, du den Madel aus! Jetzt habe ich mein halbes Bewusstsein wieder. Bussi, Weibi! Also, hörst du zum Bussern auf, du Lustkolch, du Aufstander! Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich darf von denen mal Jungs Madel abbusseln und du verbringst ganze Nächte mit den Hammerlferdl, ha? Was hör ich da? So eine hundsgemeine Verleumdung! Ja, ist denn kein Loch da, in das ich versinken kann? Versinke, du Schlange! Mein Mann ist ja narrisch geworden! Was bin ich? Ich glaube, euch hat alle zweite Blitz gereift. Da erfahrt mir eine schöne Sache. Meine Mutter, wenn das war ich. Geh du schaus, Bertel, mein Lieber. Du sei ganz stark, was du treibst, das ist die gleiche Chance. Ja, du Missbuhr, du Elende, kriegst Haare durch den Furt, deine Nähe. Da bleibst, aber nicht bei dir. Ein Pferdl, und wie schön, dass er das Auto wieder hergerichtet hat. Wie neu steht der Wagen in der Garage. Marianne! Ich danke dir tausendmal dafür, Bussi. Weißt, die ärgert mich selber grün und blau. Ach, hör auf. Aber wenn der Spinner in der Kurve nicht so schnell daherkommen wäre, dann hätte ich den Wagen nicht verreißen brauchen und an den Baum hinfahren. Moment. Du bist mit dem Wagen gefahren. Ja, freilich. Wer denn sonst? Und dabei an den Baum hin. Ja, leider. Also von dem reden wir doch die ganze Zeit. Mit dem rechten vorderen Kopfliegel. Ja, und der Scheinwerfer und die Stoßstangen waren hin. Und wie du aus der Garage herausgefahren bist, war der Wagen noch ganz. Ja, selbstverständlich, er ist ja fast neu. Oh! Nein, du, aber das hätte dir genauso passieren können. Mir? Niemals! Niemals! Ach, lieber Gott! Niemals, Marianne, niemals! Ja, der Fall ist in der Automobilgeschichte einmalig. Ja. Jetzt weißt du auch den Grund, warum die Marianne den Wagen reparieren hat lassen. Weiß ich. Nein, das war doch das Mindeste, was ich tun hab müssen. Das Mindeste? Also was ist denn da dran so komisch? Weil der Hammerlferdl für mich eine Nachtschicht einlegen hat müssen in der Werkstatt. Ja. Ja, Toni, ich glaub, du hast schon ein bisschen tief ins Bierhaferl geschaut, hä? Ja, freilich, Marianne, feier doch deine liebe Schwester Gretel Verlobung. So, da fällt mir gerade ein, da kriegen wir jetzt einen Karosseriespengler in die Familie. Jetzt kannst du nicht an einem Baum hinfahren. Meines Links streift eine ganze Allee. Ja. So lustig war das auch wieder nicht. Okay, schau, sei kein Frosch, Marianderl. Geh mit nieder zum Bachwirt und stoß auf das Glück deiner Schwester Gretel an. Ha? Von mir aus. Aber da möchte ich mir zuerst was anderes anziehen. Gut, dann gehen wir voraus, Antonius. Ha? Ich folge deinen Spuren, Maximilian. Ich möchte deinen Bier sehen, so groß wie das Bier sehen. Dann wäre mir mein Bus. Dann lallum. Weil ich wieder sehe, mein Bus. Dann lallum.
Mannsbrüder, wenn die nur einen Grund zum Dudeln haben. Du Hinterletterin, jetzt weiß ich's ganz genau. Raus mit der Sprache. Warum hat mein Mann die Babsi abbusselt? Das kann man ihm nämlich eigentlich nicht nachsagen, dass er die junge Madel nachsteigt. Hm? Babsi? Ja? Na, da weiß ich noch nichts. Aber ich weiß jetzt, warum der Hammerlviertel gestern ein frisches Hemd anzogen hat und eine Krawatten umbunden das hat. Das ist mir aber jetzt wurscht. Aber nicht mir. Weil mir jetzt nämlich eine neue Chefin kriegen. So eine geschupfte Hähne. Das ist mir gerade noch abgegangen. Du, die geschupfte Hähne ist meine Schwester. Ich mein bloß, dass du die auskennst. Okay, na. Ach, eine nette Person. Ja. Für die Arbeit. Ja. Also, auf Wiederhören, Ferdinand. Ferdinand! Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Was mache ich denn nur? Das gibt's ja nicht. Den Autohengsten, den bringe ich um. Zuerst bringe ich ihn um und dann die Marianne und dann. Halt! Anton, ruhig, Blut. Ich bin der Toni Hinterleitner. Ich sitze vom Hamburg. Sag einmal, Toni, kannst du den Spruch noch nicht bald auswendig? Maximilian, du bist mein bester Freund und dir sage ich diese niederträchtige Gemeinheit und Neuigkeit als erstes steht davor. Die Marianne hat ein Verhältnis mit einem Hammerlviertel, aber den Haderlumpen, den bringe ich um, das sage ich, den bringe ich um, umbringe du ihn. Umbringen, verstehst du? Ich weiß nur noch nicht wie. Wie? Sag einmal, träumst du schon wieder? Wie kommst du denn auf sowas? Okay, da bin ich gestanden. Nein, ganz genau, da bin ich gestanden und da hat die Marianne telefoniert und weißt du, wem? Ja. Mein Hammerl, verstehst du? Aha, du bist also der Erfinder des Ehebruchs per Telefon. Ah, Blödsinn. Weißt du, was ich gesagt habe am Telefon? Ferdinand hat gesagt, diese Nacht werde ich nie vergessen. Am ganzen Körper habe ich zittert, hat gesagt, dass er ja nicht früher heimkommt, damit er mich meint. Verstehst du, mich hat's damit meint? Jede Stunde habe ich darauf durchgeschaut, dass er ja nicht früher heimkommt. Und weißt du, was noch gesagt hat? Ich bin ja so froh, dass alles so wunderbar geklappt hat. Und bedankt hat sie sich auch noch bei ihm für die Arbeit. Also, wenn ihr alles glaubt, das nicht. Ach, Blödsinn, da, aber bitte, da ist der Beweis, da ist der Beweis. Diese Sonnenbrille hat der Hammerl durch die Barbara zurückgeschickt, die Sonnenbrille von der Marianne, weil sie es vergessen hat. Verstehst? Ist ja klar, in der Nacht hat sie es ja nicht gebraucht. Und noch was ist der Barbara aufgefallen. Der Hammerl hat gestern ein frisches Hemd anzogen. Und eine Krawatte hat er sich umbunden. Verstehst? Für die Nacht! Mit Krawatte! Bind man sich da jetzt deine Krawatten um? Okay. Geht, du Depp, du träumst ja schon wieder. Wie gehst du bei der Geschichte von deinem Auto? Mein Gott, mein Bewusstsein. Beinahe hätte ich es wieder beieinander gehabt, weil ich nämlich Spuren entdeckt habe. Am Verkehrszeichen, die ganze Stange ist verbogen, verstehst du? Jetzt ist alles wieder. Jetzt weiß ich nicht mehr, bin ich ein Mandl oder bin ich eine Weibe. Also, das müsste aber doch zum Feststellen sein. Da! Weißt du, was ich jetzt mache? Ja. Max, jetzt schlage ich darinnen alles kurz und klein. Aha. Dann bringe ich einen Hammerl um, dann nehme ich einen Strick. Ja, und ich bestelle dir ein Zimmer. Wo? Ich bitte dich, gib mir den Schlüssel. Marianne, schau, sei vernünftig. Du kannst nicht fahren, weil die Vorderräder. Die Vorderräder flattern so gewaltig. Ja, ja und die Hinterräder noch viel mehr. Ja, und der Auspuff total verstopft. Ja, und auftankt ist auch nicht. Nein. Also, ihr haltet mich wohl für komplett verblödet, dass ich eure Märchen friss. Ja, grüße Dirken, gilt jetzt das, was ich sag, oder nicht? Wenn ich sag, das Auto ist Hindernis hin, aus, Schluss, Wasser. Und ich glaub's nicht. Also, dann schwören wir's einmal. Ja, freilich. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Ach, weißt du's noch, hast du's nur du kaputt gemacht. Mir immer gute Ratschläge geben und dann selber alles ruinieren. Schau mal, Janne Weiberl, glaub mir, es ist alles so wie... Ja, jetzt doch einmal, Toni, was hast du denn nur? Ja, träumt, verstehst? Vom Sturz über die Kellertreppe. Ja, sehr richtig. Geträumt hat man auch, heute Nacht. Heute Nacht? Ja, man träumt meistens bei der Nacht. Aha, mir kommt vor, ich träume am helllichten Tag. Schau, Weiberl, ich wollte das ja schon lange sagen, aber womöglich hältst du mich für abergläubisch, nicht? Aber mir hat heute Nacht geträumt, du hast einen Autounfall gehabt. Okay.
furchtbar. Ganz weiß bist gewesen. Ganz weiß. Ja, und dann ganz rot, alles voller Blut. Bitte, bitte, Weiberl, fahr heute nicht mit dem Auto. Ich zahl dir gerne ein Taxi. Ich hätte keine ruhige Minute mehr, wenn ich dir den Autoschlüssel geben würde. Hör auf mich, Weibi, um aller heiligen Willen. Amen. Ha? Ach so. Meinetwegen, dass die arme Seele Ruhe hat. Marianne, nicht zu der Herrin. Bitte nicht zu der Herrin. Nachbar, wenn ihr es nicht fahrt, ist gescheiter, wir bleiben daheim. Nein, es ist gescheiter, wir fahren. Ja. Fährt die gut, Weibi. Ich komm gleich wieder, gell? Ja, ja. Die Marianne, und denk, bitte denk an mein Träumen. Pfiat dich. Ja. Träumen. Hallo, Herr Hammel. Ja, hier ist die Frau Hinterleitner. Ich wollte eigentlich bloß fragen, ob Sie vielleicht einen Mietwagen frei haben. Die sind alle unterwegs. Das ist jetzt schade. Und ein Leihwagen? Eine Reparatur. Ah, ja, ja, schon, aber mein Mann, der möchte nicht, dass ich damit fahre. Warum? Weil er heute Nacht träumt hat, es wäre mir was passiert. Mei, er sorgt sich heute um mich. Ja. Nein, nein, das müsste schon gleich sein, weil ich muss wen vom Bahnhof abholen. Sie, das heißt mal Leute ausfragen. Also, auf Wiederhören, Herr Hammerl. Herr Hammerl, habe ich gesagt, und nicht Ferdinand. Der Fasching ist nämlich schon längst vorbei, Herr Hammerl. Die Gretel wird am Bahnhof stehen und ich bin im 20. Jahrhundert nicht einmal im Stand, sie rechtzeitig abzuholen. Nur weil mein lieber Mann träumt hat. Ah, aber da muss doch irgendwo noch ein zweiter Schlüssel sein. Na also, da sind's ja. Garage, glaub ich. Marianne, es ist alles wieder in Ordnung mit uns zwei. Na Gott sei Dank, dann meinen herzlichsten Glückwunsch. Darf ich jetzt Marianne sagen, zur künftigen Schwägerin? Meinetwegen kannst auch du zu mir sagen. Du? Ja, auch ohne Feuerwehrball. Du sag einmal, Ferdl, wie ist denn eigentlich das Gerücht aufgekommen mit deiner Vergiftung? Nein, da musst du meine Barbara fragen. Da ist sie eh grad. Die alte Dorfratschen. Aber der nächste Erste ist für die der Letzte. Aber warum denn? Schließlich haben wir zwei uns doch durch sie wiedergefunden. Ja, du hast auch wieder recht. Ja, und schließlich brauchen wir ja in unserem Haus eine Wirtschafterin. Mhm. So, und jetzt gehen wir alle zum Bachwirt und da machen wir eine kleine Verlobungsfeier. Schon eher nach Verlobung. Ja, aber zum zweiten und letzten Mal, Kim. Ja, so erledigt sich eins nach dem anderen. Nichts für ungut, Hinterleitner. Ich hab hintereingehen müssen, damit ich meinem Chef nicht begegne. Das ganze Dorf hast du mehr als rebellisch gemacht wegen ihm. Ja, weil auf niemanden kannst du mehr verlassen. Liegt der Hammerl dort wie er tot und nachher ist es nicht. Schlafen hat er, weil er müde war. Und dein Alter feiert jetzt beim Bachwirt seine Auferstehung. Ja, wie das auf einmal. Er hat doch den Hammerl furchtbar auf der Latten. Ja, so viel ich gehört hab, hat er erfahren, dass der Hammerlviertel heute Nacht euer Auto repariert hat. Um Gottes Willen, das auch noch. Also weißt du, hast schon recht. Auf den Viertel kann man sie wirklich nicht verlassen. Ach, immer besser, als wäre dein Toni in dem Glauben blieben, dass der Hammerlviertel und du heute Nacht, ne? Verstehst du schon, Hinterleitnerin? Nix versteh. Sag mal, wie kommst denn du auf so einen Blödsinn? Wieso ich? Ja, du hast doch am Telefon zum Hammerl gesagt, die Nacht wirst du nie vergessen. Also woher weißt denn du das? Dein Alter und der Bachwirt, die lachen sich halber tot drüber. Kellnerin hat mir's erzählt. Wir reden doch schon das ganze Dorf drüber. Jetzt hör auf mit dem Gelächter. Mir kommt es gar nicht so komisch vor wie euch. Aber wenn's schon alles weißt, dann kannst du mir vielleicht auch sagen, warum mein Mann die Babsi abbusselt hat. Okay. Das hat er? Wieder eine Neuigkeit mehr. Aber um das Warum, da darfst du mir nicht fragen, weil alles kann ich ja schließlich auch nicht wissen. Dann verschwind aus meiner Stube und schau, dass du das erfährst. Oh, worauf du dich verlassen kannst. Wenn es den nicht rausbringt, ich glaub, dann weiß mein Mann selber nicht. Da kommen sie jetzt rein und sie gehen mir nicht früher weg, bis Klarheit herrscht, was zwischen ihnen und meinem Vater.